Ich bin schon im Tunnel. Ich kann nicht mehr vor und zurück. Nee, es geht nur noch vor, es geht mehr zurück. Zur Seite geht nicht mehr. Es geht nur noch vor und zurück. Herzlich willkommen bei der neuen Ausgabe, und zwar Nummer 81. Und das Ungewöhnliche ist, dass erstens ich euch begrüße zuerst. Ja, und wo sind wir hier? Und was machen wir hier? Das ist die Folge 81 von? Von? Also, wir sind hier bei der Wiederaufführung und es ist die Folge zu Das Ding aus einer anderen Welt. Und ich bin der Christian und neben mir sitzt der Max. Hallo. Genau. Und Max und ich werden gleich das Ding auf einer großen Leinwand gucken, hier im Livo in Rostock. Und wir werden es auch wie gewohnt im Anschluss besprechen. Und normalerweise hätten wir überhaupt gar keine Zeit, jetzt ein Vorgespräch aufzunehmen, weil Max muss sich jetzt mal vorbereiten. Weil Max, was machst denn du jetzt gleich, bevor der Film losgeht? Ich bin zum Film gucken. Ich weiß nicht, was du meinst. Es wird höchstwahrscheinlich, ist zumindest so angekündigt bei der Schatzkiste, mal eine kleine Einführung geben zum Film. So ein bisschen drumherum. Anekdoten, die hoffentlich lustig sind, dass das Publikum auch ein bisschen locker ist. Genau, die Schatzkiste ist das Programmfenster, das du hier als Vorführer und Programmgestalter mit betreust. Oder nee, du hast es eigentlich erfunden und du hast es allein in der Hand. Was bedeutet denn das eigentlich, dass dieser Film hier heute laufen kann? Was muss man da vorher denn machen? Also genau, es ist quasi in Anführungszeichen mein Programmfenster. Das ist das Schöne an diesem Beruf oder an diesem Kino vor allem auch, dass die Chefin mich da relativ frei gewähren lässt. dass ich eben sagen kann, ich hätte gerne den und den Film und ja, dann kümmere dich. Und ja, um jetzt eben so einen Film zu bringen, muss man gucken, wo sind die Rechte, dann den Rechteinhaber fragen. Und in diesem Fall ist es relativ entspannt, weil Universal einen Universal Classics Katalog mit ausgewählten Meisterwerken natürlich nur im Katalog hat. Und die eben dann auch entsprechende Konditionen haben und das ist dann eben machbar und das freut mich. Das ist ja super. Das heißt, jeder kann da eigentlich anrufen und kriegt dann eine Blu-ray zugeschickt oder wie läuft das? Nee, die haben sie so digital abgetastet, dass man auch ein 2K-DCP bekommt. Also nicht einfach nur eine Blu-ray. Nee, man muss natürlich auch ein Kino sein und die Bedingungen heißen zum Beispiel, ihr müsst eine bestimmte Mindestmenge an Geld einnehmen und deswegen ist es mal so ein banges Hoffen und Warten auf Zuschauer oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, vorstellen muss man sich vor allem so, sobald eben DCP geschickt wird, sagen die Verleiher meistens, na, dann wollen wir eine gewisse Summe auf jeden Fall haben und alles, was drüber geht, dann wird das nach einem bestimmten Prozentsatz aufgeteilt. Also man kennt ja immer diese Aussage, wenn man bei Kinos, ja, die Hälfte der Eintrittskarte geht sowieso an Verleih und die andere Hälfte muss alle Kosten bezahlen, so ungefähr. Ja, so ist es ungefähr. Ja, und während ihr so im Hintergrund Türen knallen hört, ist das eigentlich ein ganz gutes Zeichen. Da scheint schon der ein oder andere zu kommen. Man muss ja wissen, es ist jetzt der 18. Dezember 2015. Star Wars ist gestern passiert und scheint in unglaublich vieler Köpfe das einzig bestimmende Kinothema zu sein. Aber scheinbar scheint es doch ein paar Leute noch zu geben, die sagen, kenne ich schon, brauche ich nie nochmal, ich gucke jetzt was Altes hier. Genau, ich glaube, das sind auch die, die ihn schon gesehen haben, wahrscheinlich dann in der Mitternachtspremiere, ist so meine Vermutung. Oder die waren schon heute im Kino und kommen jetzt einfach, kommen mit dem zweiten Film auch noch mit. Sehr schön. Du sollst uns natürlich jetzt nicht verraten, was du jetzt gleich den Leuten erzählst, aber was ist denn so deine Idee dahinter? Warum sollte man denn die Leute, bevor sie endlich den Film gucken können, noch mit Gequatsche beglücken? Weil ich das finde, Kino sollte mehr sein als einfach nur Start, Film durch, Stopp und ich gehe wieder in meine eigenen vier Wände, sondern dass man eben auch, gerade weil es jetzt eben auch ältere Filme sind, natürlich so ein bisschen eben die Hintergründe, was sind da vielleicht für Fäden, was verbindet sich da für Namen, was steckt eben dahinter, warum läuft jetzt vielleicht auch gerade ausgerechnet dieser Film, abgesehen davon, dass er gerade verfügbar war, warum ist er, obwohl er verfügbar war, auch noch in diese enge Auswahl gekommen, direkt auf die Leinwand, auf der Leinwand zu landen und solche Geschichten und ja, und ich finde, es eine kleine Einführung, das wäre was ich mir wünschen würde, wenn ich ins Kino gehe und eben mit dem Film, auch selbst wenn ich den Film wahrscheinlich schon kennen würde, ich denke, das ist mal was so. Das geht mir ganz genauso, Max, und deswegen freue ich mich schon, mich gleich gemütlich in den Sessel zu setzen und dir zu lauschen. Und liebe Zuhörer, ihr könnt das jetzt auch, denn es wird jetzt hier gleich im Anschluss einfach die Aufnahme von Max' Einführung starten und danach hören wir uns zum Filmgespräch. Bis gleich. Herzlich willkommen zu Livu Schatzkiste, dem Ort für Filmklassiker und Perlen der Kinogeschichte.
Ich bin der Max und darf das Ganze hier veranstalten. Die Geschichte des Dings beginnt 1938, als John W. Campbell auf die Idee kommt, die Kurzgeschichte Who Goes There zu veröffentlichen unter dem Pseudonym Don A. Stewart, was einfach nur der Mädchenname seiner Frau war, Donna Stewart. 1951 ist das Stück erstmalig verfilmt worden von Howard Hawks, einem ganz großen Hollywood-Regisseur. In den 70ern hat sich dann ein gewisser Herr Cohen die Rechte an dem Stoff, auf dem der Film dann basieren sollte, gesichert und hat damit sich an seinen Kumpel gewendet, der einen Deal mit Universal hatte und Universal gesagt, können wir machen. Und so Mitte der 70er ging das dann los. Universal hat gesagt, wir gehen mal zu Tobe Hooper, der kann uns mal ein Drehbuch schreiben. Das hat nicht so ganz geklappt. Und dann kamen auch so junge Regisseure, die noch keiner kennt, die heute vielleicht auch nicht mehr so bekannt sind. Solche Namen wie John Landis oder David Lynch, die kennt man wahrscheinlich gar nicht mehr heutzutage. Und in die Auswahl gezogen, hat aber alles nicht so ganz geklappt. Und als dann 1978 John Carpenter mit Halloween quasi die Kinolandschaft verändert hat, mit dem größten Erfolg eines unabhängig produzierten Films, ist er dann in die enge Wahl gekommen. Ein Starttermin anvisiert für Sommer 81, der verschob sich dann später noch auf den Sommer 82, was nicht die besten Folgen hatte für den Film. Die Arbeiten begannen in Los Angeles auf den Universal Studios und weil das so ein richtig heißer Sommer war, war es natürlich sehr geil, dass die Schauspieler alle in einer richtig schön abgekühlten Umgebung spielen konnten. Was zu Husten, Schnupfen, Heiserkeit die ganze Latte geführt hat. Da war es eigentlich wichtig, oder was er haben wollte, war, dass kein zu großer Star in dem Film mitspielt, damit man nicht von vornherein so sagen konnte als Publikum, na, der wird bestimmt überleben, der ist so bekannt, den können sie nicht sterben lassen. Die Dreharbeiten in L.A. dann fertig waren, ging es Richtung Stewart in British Columbia, Kanada. Ich weiß nicht, ob mal jemand in Amerika war, irgendwo da auf der Ecke. Ist in der Nähe von Otter Mountain. Und ganz in der Nähe ist die kanadisch-amerikanische Grenze nach Alaska. Und dort gibt es den Haida-Gletscher. Und dort wurde dann quasi das Außenset für The Thing aufgebaut. Und man hat sich also nicht auf irgendwelche Computertricks verlassen, das ging ja damals noch nicht so richtig, sondern hat das alles schön in Handarbeit klein und ordentlich selbst zusammengezimmert. Und auch da waren natürlich beste Temperaturen. Und als die Crew oder beziehungsweise der Cast ankommen sollte, kamen die zu einem Flughafen, der ein paar Kilometer außerhalb von Stewart lag, mussten dort in einen Bus steigen. Das war ungefähr 11 Uhr abends oder nachts. Hat dann einer der Castmitglieder erzählt, ja, sind dann eingestiegen in den Bus. Es herrschte schon Schneefall, die Straßen waren also auch schon schön zugeschneit. Der Bus ist losgefahren und alle so irgendwie dann weggedüst. Und dann irgendwann einer aufgewacht, oh, jetzt brauchen wir einen Kaffee oder so. Und es war irgendwie 2 Uhr morgens. Da waren alle ganz vorne beim Bus mitgestanden, oh, ist denn mal was? Und dann sagte der Busfahrer mittendrin irgendwann Slide. Und Slide heißt einfach nur, er fängt an zu rutschen. Und hier am Berghang, der ein paar Kilometer nach unten geht, ist das ein bisschen gefährlich. Und alle dann natürlich nochmal viel dichter an die Scheibe vorne ran und geguckt, fahr ordentlich, fahr ordentlich. Und dann kam irgendwie so ein Schild, 1 Kilometer noch, dann kommt ein Motel. Er sagt, komm, da fahren wir hin. Der Bus natürlich versucht, da einzulenken und ist in der Auffahrt stecken geblieben. Mitten in der Nacht natürlich. Alle gesagt, okay, dann schieben wir ihn jetzt hin und her. Ne? Und nach 2 Stunden oder so waren sie dann soweit, haben den Bus da bis auf den Parkplatz geschoben und das Motel war geschlossen. Dann wieder runtergefahren und weiter bis Stewart, wo dann John Carpenter morgens um 7 ihn lächelnd entgegenkam. Ja, schön, dass ihr endlich da seid, denn er hatte Kaffee und hatte auch geschlafen. Mehr will ich gar nicht verraten. Ich wünsche ganz viel Spaß mit diesem Film. Vor allem den Leuten, die ihn nicht kennen, nicht zu sehr erschrecken. Ja, das war die Einführung. Ja, jetzt Max in der Gegenwart nach der Vorführung des Films. Genau. The Thing ist gelaufen. Ja. Und jetzt sitzen wir hier. Ja, was ihr übrigens immer verpasst, weil ihr jetzt quasi nur in Anführungsstrichen zuhört. Wer live hier vor Ort im Kino ist, der gewinnt ja auch immer was bei dieser ganzen Chose. Ja. Ich weiß gar nicht, es sah so aus, als wärst du nicht alle Preise losgeworden. Ist da noch was aufgehoben für die nächsten Vorstellungen? Ich habe noch ein weiteres Heft von dem, was ich verlost habe heute, von der Zombie. Ja. Aber sonst, was ich hier hatte, das war eben, diese Lebkuchen war eigentlich so gedacht eben als, hey, kennt das Thing noch nicht, anfassen und ja, es geht halt darum. Bla, bla. Alles klar, okay. Nee, ich dachte, weiß ich nicht, vielleicht deinen Anorak noch oder so. Ja. Nee. Der war nur Show. Alles klar. Ja. Wollen wir noch mal kurz sagen, worum es in dem Film geht? Wir können es kurz skizzieren, aber das... Also es geht darum, dass in dem arktischen Außenposten Nummer 31, der USA, ein Hund ankommt und in diesem Hund ist ein Alien und jetzt ist die große Frage, wer ist noch Mensch, wer ist Alien und nach und nach verkleinert sich die Gruppe. Punkt.
Ist gut, ist gut. Wenn wir das immer so hinkriegen würden, dann würde ich gar nicht so zögern mit, ja, lass uns noch mal kurz die Geschichte zusammenfassen, weil gerade mir gelingt das meistens immer nicht so auf den Punkt. Aber das Schöne ist tatsächlich an diesem Film, hier ist das auch absolut gerecht. Also das ist kein Film, der, also eigentlich ist relativ schnell das Setup klar. Und dann geht es nicht darum, dass noch irgendwelche wahnsinnig überraschenden Dinge passieren. Innerhalb des gesetzten Rahmens. Ne? Also weil halt wirklich man nicht weiß, wer ist denn das Ding. Ja, du, ich bin ja, also ich bin übrigens ganz schön durcheinander. Das war heute ich habe viel nachgedacht, während ich den Film geguckt habe. Und das hat auch was damit zu tun, dass ich den schon sehr oft gesehen habe, aber jetzt schon sehr lange nicht mehr gesehen. Ging mir ähnlich. Wann hast du den das erste Mal gesehen? Also ungefähr, so im Alter. Ungefähr. Also warst du schon volljährig zum Beispiel? Ja, weil ich mir den gekauft habe. Ich habe mir dieses Steelbook gekauft, was, glaube ich, nicht mal FSK-Freigabe hat, sondern die Spio JK. Stimmt, der war auf dem Index. Da war noch indiziert, dieses schwarze Steelbook, bei mir mittlerweile ein bisschen gedellt und zerkratzt. Also das war ein äußerlich sehr schönes Steelbook, aber inhaltlich nur, also ohne Extras kam das Ding daher. Hat aber noch so ein schönes Limitierungszertifikat, damit ich auch weiß, ich bin einer von 10.000, glaube ich. Und da habe ich den dann irgendwie das erste Mal gesehen. Ich würde behaupten, Richtung 2008 kommt hin bei mir. War ich ungefähr 20? Oder doch? Ich behaupte, nach der Schulzeit habe ich den erst gesehen. Naja. Vielleicht auch früher. Also ich war tatsächlich sowas wie 12. Ich habe den zuerst in einer sehr, sehr stark gekürzten FSK 16 Fassung im Fernsehen geguckt. Mhm. Aber auch da schon heimlich, durfte ich eigentlich gar nicht. Und das Ding wurde dann aber auch nochmal um, weiß ich nicht, 2 Uhr nachts wiederholt. Und das hieß dann bei mir, ich musste dafür sorgen, dass auf gar keinen Fall für meine Eltern sichtbar ist, dass ich Fernsehen gucke. Also habe ich das riesengroße Staubtuch, das mir über meine Bildröhre in meinem Zimmer lag, habe ich dann quasi über meinen Kopf gepackt und mich direkt so dicht, also nur auf Millimeter davor, vor der Röhre und quasi immer mit der Angst, dass jetzt irgendwie vielleicht doch der Ton ein bisschen zu laut ist. Denn der muss ja nicht so laut sein, weil ich so direkt dran war, auch an den Boxen. Und habe so die ungekürzte Fassung gesehen und mich mehrfach wirklich, also das war richtig schockierend. Also ich war mit den meisten Dingen so überhaupt nicht gerechnet und vor allem war das auch durch die gekürzte Fassung noch nicht mal zu ahnen. Also ich kriege das nicht mehr hin, wie das genau ausgesehen hat, aber ich weiß halt, also eigentlich alle Momente, in denen das Monster auf vielfältigsten Arten aus Körpern rausplatzt oder die Körper sich öffnen, das war echt verrückt. Und ich weiß auch gar nicht, ob das damals, weil wenn der auf dem Index war, hätte der ja eigentlich auch gar nicht ungekürzt im Fernsehen laufen dürfen. Ne? Wollte ich gerade sagen, das wäre so die Schlussfolgerung. Aber mit 12 Jahren kann man mich vielleicht auch mit noch einer gekürzten 18er-Fassung beeindrucken. Also das kann ich abschließend jetzt so nicht mehr mit Sicherheit sagen. Aber auf jeden Fall war das war so ein, so ein erwachsener Horrorfilm so. Und heute habe ich hier gesessen und gedacht, so als Erwachsener finde ich den immer noch sehr charmant, aber eigentlich finde ich den für Kinder viel, also das ist jetzt sehr weit, sehr gut, also ich finde es durch nicht. Für 16-Jährige, naja, ne? Ja, naja, also ich finde halt, naja, ich war wirklich 12, also es war definitiv nicht, also ich war auch ein bisschen überfordert damit, weil war ja wirklich ein krasses Teil, das macht ja auch eher Angst und endet auch auf eine düstere Note und so, also da ist schon eine Menge Zeug zu verdauen, neben den blutigen Bildern. Aber ich habe so gedacht, aber für mich als Erwachsener funktioniert er eigentlich weniger gut, als er für mich als Kind funktioniert hat. So. Mhm. Das fand ich habe da so drüber nachgedacht, habe mich gefragt, ob das eben auch was, da ist ja auch was, so eine etwas vereinfachte Weltsicht ja auch so drin. Ne? Also man kann sich ganz gut, wir können ja mal gucken, wie dieser Mikrokosmos da so funktioniert. Also ich da. Glaube, trotz allem, dieser Film lockt das erste Mal, warum man an den denkt oder stolpert, würde ich behaupten, die Spezialeffekte, dass man immer jetzt hier bekommt, ja, was du da siehst, ne, und der war halt verboten. Und also das Lustige ist, der war im Kino ab 16, als er kam. Dann ist er im Heimkino ab 18 gewesen, teilweise indiziert. Ist mittlerweile jetzt komplett ab 16, also auch ungeschnitten ab 16. Also ich
kann man meinen, finde ich auch noch drüber debattieren, theoretisch. Und ja, also ich glaube, der Reiz bei dem Ding war wirklich die Spezialeffekte. So, und für mich war heute aber auch so dieses, ja okay, ich weiß ja ungefähr, was kommt, auch wenn ich nachher Szenen hatte, wo ich dachte, jetzt muss das, warum kommt das denn noch nicht? Aber sonst ist es auch vielmehr so dieses, ja, Agatha Christie's hier, 10 Little Indians, 10 kleine Negerlein-Prinzip und wie so die Horrormechanismen funktionieren, eben der abgeschottete Ort, keine Hilfe von außen zu erwarten und so eine Sachen eben. Also dass ich dann wirklich auf andere Aspekte geachtet habe als damals. Und bei mir war es auch so, dass ich, das ging mir, glaube ich, mit Klapperschlangen ist das ähnlich bei Escape from New York, dass ich so dachte, oh ja, Carpenter, Halloween ist bei mir der volle Punktzahl-Film, Lieblingsfilm-Ding. Dadurch habe ich irgendwie auch zu meiner Filmleidenschaft gefunden. Aber vieles andere, was ich von Carpenter so gesehen habe, habe ich immer so gedacht, jetzt kommt doch noch was. Oder? Warum kommt denn jetzt nicht noch dieser kleine... Also auch bei The Thing habe ich auch so gedacht, oh, und die Schreckmomente haben auch heute noch gesessen, wenn ins Blut gefasst wird, wenn er ein bisschen Herzmassage ist und so. Aber also als ich habe wahrscheinlich mal was anderes erwartet oder so, oder habe gedacht, ja, jetzt kommt irgendwie noch das oder und jetzt habe ich aber, glaube ich, auch dann ja, nee, mein Frieden geschlossen klingt jetzt ein bisschen überzogen, aber so das Gefühl doch, ich habe jetzt schon eine Ahnung natürlich, was kommt, weil ich ihn 2-3 Mal gesehen habe. Kann ihn jetzt auch genießen, weil es auf der Kinoleinwand ist, das ist nochmal was anderes. Und ja, ich glaube, mittlerweile finde ich ihn besser, als ich ihn noch fand, bevor, die Male, als ich ihn vorher gesehen habe. Ich weiß nicht, wie gesagt, ich bin nicht sicher, ob es einfach war, weil ich was anderes erwartet habe oder weil ich halt immer dachte, ja, irgendwas fehlt mir oder so. Aber, naja. Oder weil ich einfach so erwachsen geworden bin. Ja, aber ich finde das wirklich interessant. Also, das ist so eine Welt, in der, also, das hat für mich was, das ist der perfekte Spielplatz. Also, das ist wirklich ein tolles Set, das die dort hingebaut haben. Super überschaubar. Also ungefähr in der Hälfte des Films weiß ich ungefähr, wo was ist so. Ne? Also wenn sie mich da jetzt plötzlich mit dem Hubschrauber absetzen würden, würde ich relativ schnell finden, wo McCready, gespielt von Kurt Russell, abhängt. Ich wüsste auch, wo man die Tischtennisplatte findet. Ne? Ich mag das irgendwie. Und das sind auch eigentlich durch die Bank weg zunächst erstmal liebenswürdige, teilweise skurrile Charaktere, die diese Station bevölkern. Genau, es sind Charaktere. Also Wir sind beide Männer und es sind lauter Männer so. Also es sind ja auch jede Menge Typen einfach verschiedene. Also ja. Alles, was so an Männerklischees so am Start ist, das treibt sich da so rum. Und da kann man sich mal. Also das hat für mich halt zum Beispiel auch als Kind oder angehender Jugendlicher ja auch Spaß gemacht, sich da so umzugucken. So, ne? Es ist auch, finde ich, ein sehr interessanter Aspekt. Also dieses, hatte ich ja versucht, in der Einleitung ganz kurz noch anzubringen, so dieses keine super bekannten Schauspieler, damit man nicht, so wie es vorsagt, der ist ein Star, der wird überleben, sondern eben so vielleicht eher so die Charakterdarsteller, die ungefähr vielleicht den gleichen Bekanntheitsgrad haben, schwer abzuschätzen jetzt für mich aus der zeitlichen Perspektive auch. Und ich glaube, so eine, ja, so von wegen Identifikationsfigur, das habe ich heute auch viel überlegt, so warum bin ich jetzt eigentlich bei McCready die ganze Zeit oder bin ich nicht von ihm überzeugt oder wer eigentlich meiner und so. Und ich habe auch immer wieder so durchgespielt, alle Gesichter kamen irgendwie so vertraut fort von den vorherigen Sichtungen. Und dann habe ich auch mal gedacht, ja, den habe ich auch schon mal irgendwo anders gesehen. Ich habe heute zum ersten Mal erkannt, dass Copper ein Piercing in der Nase hat. Vorhin noch niemals, also, war noch niemals, ja. Musste auch 2-3 Mal hinkommen, hat er sich da jetzt erkältet draußen gehabt oder jetzt noch Eiszapfen? Ja, ach, das ist ein Ring. Das, okay. Das haben unsere kleinen Fernsehröhren vorher immer weggeschluckt, habe ich auch nicht gesehen. Ja. Herrlich, ja. Nee, aber was du sagst, das sind Charaktere. Also ich habe so gedacht, ja, das dreckige Dutzend, ne, das sind 12 Leute. Oder habe eben überlegt, was sind denn so Gegenbeispiele, wo es mir schwerfällt, die Charaktere auseinanderzuhalten. Ja. Zum Beispiel eben der Hobbit, die ganzen Zwerge, die ich vielleicht noch so halb mit den Namen hinkriegen würde. Und man auch sagen kann, okay, die haben unterschiedliche Werte, aber insgesamt sind die so oberflächlich und haben so wenig Zeit, um mal selber irgendwie noch einen Akzent zu setzen, dass ich mir das nicht merken kann. Dass ich auch gar nicht gewillt bin zu sagen, ja, na, das sind doch der, der und der und der. Sondern
Ja, das sind halt die Zwerge und Bilbo ist dabei. Ja, sie sind auch einfach zu beliebig in dem, was sie in der Handlung bewegen. Und das ist hier ja eigentlich, also die haben ja einfach auch verschiedene Bereiche. Da gibt es halt den Funker, da gibt es den Arzt, da gibt es den Koch. Und ich will aber kurz, bevor wir dann nochmal so auch vielleicht mit einzelnen, über einzelne Figuren sprechen, mir ist heute so klar geworden, gerade weil wir sehen plötzlich von dem Arzt das Piercing in der Nase. Das ist auch gar nicht schlecht, dass er nochmal was hat, was ihn unterscheidet von dem anderen etwas älteren, so deutlich über 50 Typ mit ähnlicher Frisur und auch immer quasi sehr intellektuell, also sehr begabt so. Ne? Also offensichtlich sind das so die helleren Jungs dort so. Und das verwirrt mich halt, weil ich die manchmal verwechsel. Also ich kriege die gar nicht so leicht auseinander. Und dann fällt mir auf, es gibt mehrere solche Paare. Also es gibt halt auch zwei Schwarze. Ja. So, es gibt zwei strange Typen. Ne? Also die auch, also der Typ mit der Sonne. Palmer und Windows. Ja, genau. Ne? Und das ist irgendwie interessant, dass da so Spiegelungen gibt. Und interessanterweise gibt es nicht so richtig eine Spiegelung zu MacReady. Und es ist ja eher so nachher die Mischung, die es macht zwischen Childs und MacReady. Dass das so zwei sind, die sich eigentlich so ergänzen werden. So, Childs ist eher so der impulsive Typ und MacReady der Denker, der aber, wenn es drauf ankommt, sofort handelt. Und von dem interessanterweise auch immer alle erwarten, dass er handelt. Ne? Aber ja, also das fand ich ja zum Beispiel, oder das finde ich ja eben interessant, weil ich dann auch an die Big Trouble in Little China Rolle von Kurt Russell denken musste, wo er ja ganz klar so als der Typ, der denkt, er ist der Held, aber eigentlich so wie wir ihn sehen, er hat eher Glück oder Zufall oder wird eben, ne, er ist gar nicht der Held nach dem eigentlichen Vorbild, sondern wird eben demontiert, dieses Genrebild. Und das hier eben auch so manchmal, also gerade am Anfang, wenn immer die Frage ist, wo seid ihr denn, ihr Schweden? Mac, das sind Norweger. Wo sind denn die Schweden? Das sind Norweger. Also dieses, wo ich dann gedacht habe, ja, er ist jetzt vielleicht nicht der, der immer alles bis aufs letzte Detail erklären kann, aber er ist der, der dann eben auch mal den Flammenwerfer in die Hand nimmt. Ja, es macht sie sogar ein kleines bisschen tump so an der Stelle. Also, ja. Was auch was Respektloses hat, dass ihm das so egal ist. Und er immer nur, ja, ich meine, ich finde ja übrigens auch, dass das ziemlich respektlos gegenüber den Norwegern ist, was da für ein halbdeutsches Kauderwelsch. Wobei das, meinst du, das also, ist real? Es ist nicht, oder ich würde jetzt nicht sagen, dass es norwegisch ist, aber ja, okay. Es kommt... also, ne, wenn du Dänisch, Schwedisch, Norwegisch hörst, klingt sehr ähnlich und das ist auch nicht unbedingt kommt immer... Kommt der Becke da, ihr Idiote? Ich wirklich? Also, ja, ich, keine Ahnung. Also so weit entfernt ist das nicht vom echten Okay, Norwegisch. Also ich hatte das Gefühl, dass da jemand... Ich würde sagen, es ist über der Stirb-Langsam-Deutsch-Stufe, ja, auf jeden Fall. Ob es jetzt wirklich gesagt genau hinkommt, kann ich natürlich auch nicht beurteilen, aber es ist für mich nicht so, dass ich sagen würde, das kommt gar nicht hin. Also ja, das okay. Ist schon, die Ähnlichkeit zum Deutschen ist durchaus vorhanden beim Norwegischen. Ja, also genau, wenn ich kurz nochmal diese Zwillingspaare angucke, es gibt nicht so recht ein Zwillingspaar zu, es gibt ja dann noch einen etwas beleibteren, sehr zurückhaltenden, der sich eher so nicht so richtig traut. Ja, also als mal so die Frage im Raum ist, wer benimmt jetzt hier die Anführung? Norris, ja, glaube ich. Ja. Der ist so irgendwie so ein bisschen isoliert. Und dann noch der Typ mit den Hunden, ne? Der ist ja. Genau, klar. Aber der wird eben durch diese Hunde ja schon auch sehr. Also, ja. Das ist, glaube ich, auch das, was das ausmacht. Eben so wie, wenn du jetzt gesagt hast, hier, Kurt Russell ist so ein bisschen der Tumbe. Das sind eben diese minimalen Dinger, die eben mit diesen zwei Dialogzeilen dann reingebracht werden und die aber auch irgendwie genügen. Also, vielleicht nicht bei jedem, aber doch die zumindest vom Drehbuchpunkt her erstmal rausbringen, aha. Dadurch sind die eben unterscheidbar. Oder auch eben die Aktion, über die ich jetzt immer wieder mal länger nachdenke, ist das mit dem Schachcomputer. Er verliert und macht mit dem JNB rein. Und jetzt mein Gedanke, naja, ich weiß nicht, wie lange diese Mission noch geht, aber er kann jetzt nie wieder mit dem Schachcomputer spielen, weil der ist kaputt. Weiß nicht, hast du schon mal drüber nachgedacht, über diese Fußnote? Ja, das meine ich. Das ist eine Szene, da habe ich gebrüllt beim ersten Schauen. Und heute denke ich auch, also habe ich auch so dieses... Es ist jetzt wirklich nur für den Gag so, ne? Und ich so ein kleines bisschen habe ich das Problem, es gibt da so eine Reihe von so Momenten, so kleinen Episoden, die wir da erleben vom Alltag, wo ich so das Gefühl habe, da hätte ich mir manchmal vielleicht so zwei, drei mehr Zwischentöne gewünscht, als es so doll zuzuspitzen, ne? So, also ich irgendwie... Ja, ich weiß auch nicht, so richtig, also für mich zum Beispiel ist es relativ unerträglich, die Szene, wenn MacReady sein Tonbandgerät anmacht, ne, und dann da so seine Gedanken reinspricht, das habe ich dann zum Beispiel nicht verstanden, so, und so tauchen manche Szenen
Also ich das aber jetzt, ich will vielleicht nochmal, bevor wir da nochmal so ins Ziel kommen, wollen wir mal gucken, was wir so aus diesen Charakteren, dass wir mal so gucken, wie sie so ticken. Weil ich finde das insofern ja ganz interessant, weil das ist ein toller Ensemble-Film, bei dem zum Beispiel auch das CinemaScope total Spaß macht. Ne? Dass also immer wieder wir auf der ganzen Breite den Leuten so beim Spielen zuschauen können und manche Szenen auch schön, ja, genau, schön gebaut sind. Mit dem Skalpell zum Beispiel. Ne? Ja, genau, wo alle drumherum stehen. Und ich will nur noch mal kurz so, also wer also zum Beispiel gibt es ja Figuren, wo ich so denke, ah, das ist ein bisschen schade, also der Funker zum Beispiel, ne? Also das ist zum Beispiel auch so eine Szene, wo ich denke, oh Mann, also da kommt denn, ja, ich weiß gar nicht, der andere, gibt es da zwei Ärzte, Max, oder bringe ich das irgendwie? Also es gibt einen auf jeden Fall behandelnden Arzt, dieser Kopper, ja, mit dem Nasenring. Genau. Und die dann ist Blair einmal, der scheint mir aber mehr so der theoretisch, ja, ja, genau. Und dieser Fuchs, also ja. Fuchs geschrieben, für mich der entfernte Spielberg-Verwandte einfach, oder also er, nee, andersrum, der und der nämlich, glaube ich, den habe ich immer so, bei der Erstsichtung habe ich so gedacht, den verbinde ich mit dem Weißen Hai, das ist doch der gleiche Schauspieler da, Richard Dreyfuss. Okay. Ne? Also so, ja, ja. Ich wusste, es ist nicht der gleiche, aber ja, so, ja. Um mir die zuzuordnen einfach, ja, ja, weil ich, ja. Um die zu unterscheiden. Also Fuchs, Copper und Blair. Das sind so die drei, wo ich sagen würde, Richtung Arzt, Wissenschaft, Forschung. So. Stimmt, ja. Kommt so durcheinander, weil einmal dieses, der Alien-Leichnam wird da ja dann so intensiv von den Wissenschaftlern da auseinandergenommen. Genau. So, der geht aber genauso vor wie der Arzt vorher an anderer Stelle. Ne? Also deswegen ist das so ein bisschen. Das wäre wahrscheinlich der Unterschied, genau. Der Copper, ja, ist der behandelnde Arzt und der Blair ist der Forschende, der auch wahrscheinlich dann, ja, wenn die jetzt irgendwelche Pflanzen angeschleppt hätten oder besonderes Eis, ja, untersucht hätte. Der kann ja auch die entscheidenden Fragen den Computer stellen. Der so herrlich konkret Antwort gibt. Das ist so toll wie ein Alien, wo sie oben an. Also das ist krass, ne? Also wenn man so denkt, oder dieses eine Bild hier, diese Konzeptzeichnung von dem Dale Kuipers, mit dem, wo es wirklich aussieht wie der Facehugger und was dann wahrscheinlich wirklich so dieser Einfluss war, weil die ja gesagt haben so, oder es war eben so, Alien kam raus und plötzlich bekam The Thing die ganze Entwicklung nochmal einen Schub von Seiten von Universal, weil die gesagt haben, aha, also auch diese ganzen Gänge und weil ich muss mir denken, ja, die Nostromo haben sie auch quasi im Studio so schön nachgebaut und du fährst immer diese Gänge lang und du weißt, die Kamera kann jetzt nicht einfach hier durch die Wand, sondern man muss hier diesen Gang lang und das ist echt. Ja, ja. Es gibt tatsächlich eine Einstellung, die, also eine ganze Kamerasequenz, aber die in einer Einstellung gefilmt ist, die fast 1:1 den Effekt nachahmt, der in Alien passiert. Also dieses, die Kamera, es ist keine Handkamera, es ist keine subjektive, sondern irgendwie so, also so eine erzählende Kamera, die sich durch die Räume bewegt und die so ein bisschen abschwenkt und dann hineinfährt und da habe ich wirklich gedacht, so, na, das ist aber wirklich schon fast 1:1 abgeguckt gerade. So, ne? So und jetzt diese Sache mit dem, dass du da, ich habe zum Beispiel auch fast schon darauf gewartet, dass wenn die dieses Alien auf dem Seziertisch haben, dass es gleich noch irgendwie ätzendes Blut gibt oder so. Ne? Also so, ja, sowas schwebt tatsächlich. Also gehen Sie runter in den Keller, gucken Sie mal. Ja. Ist durchgesucht. Ja, also genau, dieser Einfluss ist da irgendwie, oder der Geist von Alien, also wie das so quasi doch irgendwie dem Fahrwasser ist, obwohl es ja, ist das zweieinhalb, drei Jahre später, ne? 79, 82. Naja, aber ja, beide Filme werden auch, glaube ich, viel Vorlaufzeit gehabt haben. Ja. Also Alien auf jeden Fall, ja. Wir waren gerade eigentlich bei einem anderen Punkt. Ja, ich glaube, so richtig zielführend ist das wahrscheinlich gar nicht. Er hat ja versucht, so ein bisschen auf den Charakteren so ein bisschen rumzureiten. Da werden wir wahrscheinlich immer wieder drauf zurückkommen. Ja, wir können ja die Charaktere einmal durch. Also wir haben jetzt schon hier Blair, Copper und Fuchs. Dann die beiden Schwarzen sind Knowles, das ist der Koch mit den Rollschuhen, der ja Superstition hört und sich darüber beschwert, dass jemand die dreckige Wäsche da bei ihm in den Müll geworfen hat in der Küche. Das ist, ja, das ist, wirklich, der muss ganz schön doll die 70er Jahre schwarzen Klischees nochmal so abspulen, oder? Mhm. Also ja. Stevie Wonder und es muss aber, in der Küche arbeiten. Ne, das ist wahrscheinlich auch, da ich, wenn du eben diese 12 Leute hast, und ich finde Carpenter, also das ist für mich ein Merkmal auch von Carpenter-Film, eigentlich so einen Ensemble-Film zu machen auch, gerade auch Fürst der Dunkelheit. Und dann musst du wahrscheinlich das eben auch wirklich so zuspitzen, damit man sich als Zuschauer merkt, aha, es gibt eben nur einen, der Rollschuh fährt und nur einen, der diese Musik hört und so laut hört. So, der andere Schwarze ist Childs, der kurzhaarige mit Bärtchen und schön groß,
ja, schmallippig, sagt nur, was wirklich ist. Spricht auch, also legt den Finger in die Wunde mit dem, aha, du bist ja sein Mörder, ja? Mhm. Dann nächste. So, das sind 5. Dann MacReady natürlich. So, dann haben wir, genau, Windows und Palmer. Windows ist der Funke mit Sonnenbrille, egal wie dunkel es ist, immer die Sonnenbrille dabei. Palmer ist der Relaxte, schön einen durchzieht, mit dem Feuerzeug den Finger zeigt. Sind wir bei 10. Dann ist noch Clark, der Hundekollege. Und der andere, der angeschossen wird ganz am Anfang. Ah, ja. Oh. Der Rothaarige, ich komme jetzt nicht auf ja. Briggs, ich glaube, so ist irgendwie sein Name. Ja. Und das waren jetzt, glaube ich, 10. Ah ja, interessant. Achso, und dann natürlich Gary, der für mich Leslie Nielsens Halbbruder ist und den Kopf, also der quasi für mich in so einer Polizistenkleidung immer rumläuft. Ja. Und wenn ich jetzt mich nicht verzählt habe, waren es 11. Ja. Er ist lustig, er sieht wirklich aus wie eine Mischung aus Leslie Nielsen und Lloyd Bridges irgendwie. So. Ja. Und das ist eben das, was ich meine, so wie ich bei dem anderen eben sage, Richard Dreyfuss, Steven Spielberg, so habe ich mir den Fuchs eben zugeordnet. Was interessant ist, wenn man dann im Making-of sieht bei The Thing, Terror Takes Shape, und er ist dann eben relativ kahl rasiert und ohne Bart. Und dann ist, wer soll er denn jetzt gewesen sein? War er dabei? Gerade verpasst, nicht hingeguckt, wer er sein soll. Ich finde übrigens, dass der nicht gut spielt. Wir können mal kurz über diese Figur sprechen. Ist ja ganz interessant. Was ist da eigentlich? Assistenzforscher. Nee, ach so, es sieht so aus, als hätte er irgendwie so Sicherheitsverantwortung oder so. Also wir reden jetzt von dem Typen, der am Anfang den Norweger erschießt. Ach so, Gary. Ja, okay, der wie ein Polizist rumläuft, der lässt ihn jetzt. Ich war schon wieder beim Mann. Achso, ja, okay, alles klar. Ja. Dieser Gary, ja, der ist, also na, vielleicht so ein bisschen der gefühlte Anführer oder tatsächlicher Anführer, hätte ich gesagt, oder Leiter. Es gibt doch diesen Moment, wo er es da quasi abgibt, wo er seine Waffe zur Seite legt, dann muss es jemand anders sein. Obwohl es offenbar schon die ganze Zeit MacReady ist, so, der die eigentliche Autorität ist. Und sie machen sich ja gleich lustig darüber. Na, jetzt hast du ja endlich mal deine Knarre zum Einsatz bringen können und so. Ja, weiß ich, wie lange darauf gewartet hat. Auch das war so ein Moment, ne, dieses, aha, ich muss jetzt schießen, schlage ich das Fenster ein. Ja, Moment, aber wird das nicht kalt? Also klar, ne, muss reagieren irgendwie, aber so. Wie der Schachcomputer, nie mehr zu benutzen. Das Fenster kaputt. Egal. Also ich würde sagen, er ist so, Hausmeister wäre zu niedrig, aber also er hat den Schlüssel für alles quasi. Ne? Nee, ich meine, eigentlich läuft er rum wie der Sheriff. So, ne? Hat hier so Patronengürtel, Knarre und so. Also ist er der Einzige, der die ganze Zeit bewaffnet rumläuft. Ich glaube, dieser Film hat, glaube ich, auch bei mir dieses Bild zerstört von wegen, so ein Forscher, der forscht halt ganz viel und macht nichts anderes. Ja. Und dann fahren die da mit Rollschuhen rum, spielen Tischtennis und so. Ich meine, das finde ich ja ganz sympathisch, weil ich auch schon glaube, ich finde es auch realistisch, also glaubwürdiger. Ja, genau. Das ist wahrscheinlich wirklich so zur Hälfte wie im Knast sitzen, weil du hängst da einfach auf dem Ding ab, musst wahrscheinlich teilweise einfach bestimmte Zeiten überhaupt abwarten, wann bestimmte Ausgrabungen oder Bohrungen gemacht werden. Sind die eigentlich, als die auf der Couch sitzen, das Collage an der Wand aufgefallen, die ganzen Damen? Nee, erzähl mal. Also wenn die auf der Couch angefesselt sind, die kommt einmal so und dahinter sind 132, vielleicht auch 244 Frauenzeitungsbilder. So Pin-Up-Girls an der Wand, wo ich so dachte, Punkt, so ist das, so wird es sein. Ja, die völlige Abwesenheit von Frauenfiguren, das ist auf jeden Fall, also ich glaube auch, dass das wirklich ganz viel damit zu tun hat, dass der mir als Kind so viel Spaß gemacht hat, weil es war quasi so ein Vaterfilm, so, ne? Eigentlich ist das es wäre so ein Film, hätte ich mir auch gewünscht, den mit 16, 17 nochmal mit dem Papa zu gucken, so, ne? Das hätte ich mir ganz... Ja. Würde ganz gut passen. So. Ich überlege auch gerade die Szene, wenn sie die Aufzeichnung gucken hier von 1, 2 oder 3, wie heißt denn das? Zong? Naja, diese aufgezeichnete Spielshow. Und es ist mir gerade eingefallen, ist genau die Szene wie bei The Fog, ne? Wenn die auf dem Schiff sind. Da gucken die auch sowas. Den ich ja noch nicht geguckt habe. Noch gar nicht? Nein, ich habe den noch nicht gesehen. Ach so. Christian, es gibt in The Fog eine Szene, die so ähnlich, da gucken sie auch eine Aufzeichnung. Ist der aber auch, aber der ist zum Beispiel doch kein Ensemble-Film, oder doch? Welcher? The Fog? Ja. Gute ich dachte, Frage. Das ist jetzt so sehr zentral, Jim Lee Curtis das die Hauptfigur ist. Das ist ein Punkt, wenn du den dann geguckt hast, oder falls wir den mal zusammen gucken, können wir darüber gerne reden. Also ich würde ihn als weniger, nee, ich würde mich da nicht festlegen. Von außen her scheint es, ist es sehr gut annehmbar und wenn ich so drüber nachdenke, lass uns das mal ausdiskutieren. Ich glaube, The Thing und gerade auch Fürsten der Dunkelheit, ich habe auch noch nicht alles gesehen, sind schon deutlich
das, was ich von Carpenter kenne, sind schon deutlich stärkere Ensemble-Filme als Klapperschlange, The Fog und Halloween vor allem auch. Ja, aber zum Beispiel Klapperschlange ist schon auch sehr deutlich eine Gruppe, ne? Also ich. Also wahrscheinlich ist es irgendwie bei allen Carpenter. Also man hat irgendwie die eine Figur, die man sich greifen will, vielleicht als den Wegweiser, aber dann merkt man vielleicht doch, wenn man anfängt drüber nachzudenken, Moment, eigentlich ist er doch so ein bisschen Ensemble. Vielleicht ist das eine seiner. Die Sachen, die er heimlichst immer reinmischt. Na, ich meine, ein Film, wo ich das halt gar nicht denke, ist halt Halloween. Da ist für mich sehr zentral Jamie Lee Curtis' Überlebenskampf. Mhm. Das vielleicht auch, weil da die Poter oder die Leute, die eben ein bisschen mehr Screentime kriegen, dann auch eher getrennt sind und nicht immer auf einem Raum sind. Weil du kannst ja theoretisch Jamie Lee Curtis' Freundinnen noch nehmen und den Sheriff und Nino, aber die kommen halt selten alle gleichzeitig an einen Ort. Und das Schöne ist aber, dass ja, wenn Carpenter das ganze Ensemble zusammenbringt, dann auch, weil er gruppendynamisch das auch schön zum Schwingen bringt. Ne? Also Assault, Anschlag bei Nacht, sind ja vor allem auch, müssen sich erstmal die da gerade im Polizeirevier zusammenhängen, zusammenraufen, um überhaupt bestehen zu können. Und hier ist es ja eigentlich genauso, ne? Weil ihre größte Gefahr sind sie von Anfang an sie selbst, ne? Nämlich weil sie vielleicht zu schnell reagieren oder weil sie nicht aufmerksam genug sind. Und ich glaube, das ist auch die größte Triebfeder oder der größte Reiz bei diesem ganzen Film oder wahrscheinlich auch schon in der Vorlage eben dieses. Die Frage, wem kann ich trauen oder wem kann ich eben nicht trauen? Die Charaktere werden natürlich einmal durchs Äußere definiert, ne? Also der Bartwuchs, Haare, Kürze, Länge. Dann, wie gesagt, Windows, der mit seiner Sonnenbrille raussticht. Die Haarfarben, also ich glaube, Norris habe ich vorhin, glaube ich, bei der Aufzählung vergessen. Also der, von dem ich behaupte, der nachher so ein paar Magenprobleme hat, ne? Den meine ich damit. Moment mal, Magenprobleme oder Herzprobleme? Achso, die Magenprobleme, ja, alles klar. Der auch die Waffe nicht nehmen will, als sie sagen, so, du nimmst jetzt mal die Waffe und dann sagt, nee, ich glaube, das ist nicht so die richtige Idee. Das ist der Rothaarige und der andere Rothaarige ist ja auch relativ schnell auch raus aus der Runde. Jo. So, das ist eine Charakterisierung. Und dann eben so diese Kleinigkeiten. Wie gesagt, hier das Rollschuhfahrer, immer wenn Kurt Russell in den ersten 30 Minuten auftaucht, ist auch eine J&B-Flasche im Bild. Übertrieben. Das macht der Palmer, der ist der Ersatz-Helikopterpilot, der die ganzen Joints raucht. Echt, ja? Ist Reserve-Helikopterpilot. Der sieht aber echt nicht so aus, wenn er. Wahrscheinlich braucht man diese Leichtigkeit. Ist der in der Lage, auch nur einmal substanziell irgendwie was zur Handlung beizutragen? Ich will ich das gerade? Hat er seinen Moment? Seinen Moment hat er auf jeden Fall. Ja, das ist klar, aber. Wenn er sich einen Kopf macht. Nee, genau. Und vorher hängt er ja eigentlich ganz schön durch, ne? Vorher ist er der Gechillte, Es fällt mir übrigens gerade jetzt noch jemand ein, den hast du bestimmt schon gesagt, aber. Da ich der Meinung bin, dass ich jetzt alle 12 gesagt habe, muss er dabei sein. Bestimmt, gewesen. Genau. Nee, aber das war so eine Figur, die für mich erst sehr plötzlich sehr gewichtig ist und habe ich damit noch ein bisschen zu tun, weil ich denke, wo kommt der denn jetzt her? Aber dann taucht er immer wieder auf, der McQueedy nach draußen holt und man mit ihm was besprechen muss. Das ist der Fuchs. Also Fuchs. Ja, Fuchs, ne? Alles klar. Mhm. Joel Polis oder so, der. Ja. Richtig, der ja so mysteriös verschwindet. Genau. Ist das Fuchs? Oh, nehmen wir es an. Kannst du mir, ich hoffe, dass es jetzt anderen Zuschauern auch schon so ging, dass das irgendwie schwer auseinander zu klabüstern war. Ich habe das nicht richtig verstanden, was da für eine Spur gelegt wird mit der zerfetzten Kleidung, auf der McQueedy steht. Auf die Fuchs ja dann trifft, der sich seinen Teil denkt. Genau. Und das ja, macht. Dass es McQueedy ist. Und ich würde behaupten, was dadurch ja im Raum steht, ist, er hält es, oder so. Er findet diese Jacke, Abblende, glaube ich, ist, ne? So, dann kommen wir weiter, die suchen nach ihm. Und was sie finden, sind verkohlte Überreste. Und jetzt steht, würde ich behaupten, im Raum, hat McReady den jetzt umgebracht, weil er die Jacke gefunden hat und McReady hat es mitbekommen und will das vertuschen. Dafür spricht, dass wir dann später eben mitkriegen, wie Knowles zurückkommt. Ja. Ich habe McReadys Jacke gefunden oder den Schnipsel von seiner Jacke, der plötzlich ein bisschen anders zerrissen ist als das Ding, was wir zuerst gesehen haben, den er in seinem Müll versteckt hatte, in seiner Hütte. So, was eben diese Theorie so ein bisschen unterfüttert, was ja dann mit dem Bluttest quasi eigentlich gesagt wird, nö. Mhm. Aber in diese Richtung gehen. Und ich würde vermuten, dass vielleicht noch irgendeine Szene gedreht worden war, die sie dann halt gesagt haben, brauchen wir doch nicht, kriegt man auch so, als läuft trotzdem. Ja. Könnte ich mir vorstellen. Also ich finde ja, dass im ersten Drittel funktioniert das perfekt für mich, diese unterschwellige Spannung, wo
wo wir schon ahnen, naja, wenn die Norweger da so krass ballernd durch die Gegend fliegen, um diesen einen Hund zu kriegen, dann wird da mit dem schon irgendwas nicht in Ordnung sein. Und wie der dann, ist wirklich ein toll trainierter Hund, ne? Also wie der manchmal unterm Tisch liegt und so nach oben starrt oder aus dem Fenster guckt. Ja, also Making-of-Info, er heißt Jet, ist halb Wolf, halb Hund tatsächlich und haben gesagt, ja, also super trainiert und immer nett. Aber wenn du mal, wenn irgendwas war und er hat dich einfach nur anguckt und so ganz leicht gemacht, dann wusstest du, okay, okay, ich bin dann weg. Ich komme später wieder. Ja, also mit dem war nicht zu Spaß, so ungefähr. Also weil es gibt zwei, drei Szenen, wo ich wirklich beeindruckt bin, wie die das gerade mit echten Tieren hinbekommen. Zum Beispiel, wenn sie den Hund, der die ganze Zeit frei rumlaufen durfte, dann doch den Zwinger zu den anderen Hunden stecken. Die anderen Hunde liegen alle so halb schlafend da und der kommt so rein, stellt sich genau in die Mitte, guckt ganz starr und dann setzt er sich so hin, aber immer noch so voller Anspannung. Und das ist total beeindruckend. Ja. Man weiß überhaupt nicht, wie, also man ahnt schon, das wird eskalieren, aber in welche Richtung und wie genau, weiß man nicht. Und ja, es ist total toll, weil ich kann mir gar nicht vorstellen, dass heutzutage in einer dicken Hollywood-Produktion die Leute noch auf die Idee kommen würden, das mit echten Tieren zu drehen, sondern wahrscheinlich müsste man da dann computergenerierte Hunde ertragen. Mhm. Und das ist sehr schön. Das ist ein interessanter Foreshadowing-Moment. Das ist ja quasi, es sind jetzt, ich behaupte jetzt, fünf Hunde sind dann, also vier sind schon da und der kommt als fünfter dazu, so was ich da sehe, vielleicht noch mehr. Und das ist ja eigentlich auch das, was wir jetzt auch gleich nochmal sehen werden. Wir wissen, das ist das Ding und das sind eigentlich alles Hunde und jetzt kommt das gleiche Spiel nochmal mit den Menschen. Ja, achso, ja, verstehe. Wir können davon ausgehen, dass auch das nicht toll enden wird. Ja, nee, vor allem ist ja dadurch, dass da gibt ja so eine Szene, wo der Hund so frei herumläuft und dann in einen Raum reingeht, wo wir nur den Schatten von dem Menschen sehen und dann Ablende so. Ne? Das heißt, es ist möglich, ja, es gibt auch eine Szene, wo der den einen Typen, den mit dem rothaarigen Bart, glaube ich, so ins Bein knufft irgendwie. Ne? Also, ja, die sitzen am Tisch und dann machst du. Ja. Und der Hund ist da gerade vorbeigelaufen. Und so liegt quasi eigentlich schon immer die ganze Zeit so in der Luft. Naja, also wo da, der Hund war eigentlich quasi bei jedem irgendwie mal. Würde mich mal interessieren, so ein Zusammenschnitt, reicht ja die ersten 20 Minuten wahrscheinlich. Aufnahme im Bild, der Hund, der irgendwo hinguckt. Am Fenster stehend, unter dem Tisch hochguckend. Ja. All diese Momente. Ich habe mir gedacht, da kann man schon auch so einen schönen Witz draus machen. Ja. Na, von mich mag total, also mal in dieser Schnittfolge, die kommen, McReady war unterwegs mit einem weiteren, der erste Ausflug, wo sie die... Mit dem Nasenring-Typen. Genau, ja, wo sie den Alien-Leichnam mitbringen. Genau, und die Videokassetten nicht zu vergessen. 9 Stunden. So, die landen da jetzt, ist eine totale von draußen und man sieht schon, dass die da irgendwie was am Helikopter angebunden haben und dann geht Schnitt in den Innenraum, der Hund starrt aus dem Fenster und sieht offenbar diese Szenerie, schneidet wieder zurück in diese totale und schneidet dann nochmal wieder zurück zum Hund, sodass man wirklich, also eigentlich passiert, also ändert sich gar nichts, aber nur durch die Montage wird halt suggeriert, dass der das genau im Blick hat, dass der wahrscheinlich schon irgendwie einen Plan hat. Obwohl wir noch nicht mal genau wissen können, ob das wirklich das Ding ist. Ne? Was für mich interessant gewesen wäre, die Leute, die den jetzt noch nicht gesehen hatten, die hier waren, da dann zu sagen, du sag mal, ich mache kurz Pause, was glaubst du denn, was mit dem Hund ist? Für mich ist das halt total offensichtlich. Das ist, dass also alle, also jeder Zuschauer verdächtigt diesen Hund so, aber wir haben keine Vorstellung davon, wie genau dieses Vieh operieren wird. Genau. Also wir haben noch gar keine Vorstellung. Ja. Und ich mag aber, dass das geht für mich halt im ersten Drittel sehr gut auf, dass eben solche Sachen angedeutet werden, wenn die dann anfangen, Stück für Stück durch das Videomaterial, man ahnt, oh, irgendwie gibt es da eine viel, viel größere Sache. Es gibt ja auch, der Film beginnt ja gar nicht auf der Eisscholle sozusagen, ne? Genau, sondern wir sind im Weltraum und da kommt ein riesen flaches UFO angeflogen und scheint offenbar eine Bruchlandung auf der Erde hinzulegen. Und das kriegen wir dann ja irgendwie, schiebt sich das im Kopf des Zuschauers ja zusammen, wenn da die Norweger bei einem riesengroßen Krater stehen. Und das sind, also ich finde das sozusagen, dass es da sehr gut gelingt und ich dann schon Lust bekomme so auf das, was jetzt folgt, mit dem sich gegenseitig verdächtigen.
Und dann merke ich aber, so richtig fluffig ist es nicht. Es ist dann wieder richtig großartig, wenn es endlich zu diesem Bluttest kommt, der ja auch, war ich total gestaunt, dass der so lange eingeführt wird. Dass, also ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Und das habe ich auch, weil ich dachte, so, jetzt sagt der Bluttest, oh ja, jetzt kommt die Szene. Und dann, ja. Nee, erstmal die Blutvorräte. So, aber jetzt kommt noch der Bluttest. Nein, das ist der, dann ist noch dieser Zwischenfall. So, jetzt aber Bluttest, wir sind doch jetzt schon im Raum, die sind schon angebunden. Jetzt kommt noch dieser Zwischenfall, jetzt kommt noch das. Und krass, der kommt quasi wirklich fast zum Schluss so gefühlt dann hinten raus. Also wo ich wirklich dachte, das funktioniert, dieser Spannungsaufbau, also bei mir funktioniert ja. Dieser Spannungsaufbau tatsächlich noch immer, weil ich immer denke, jetzt aber, na los, ich will endlich diesen Bluttest. Ich weiß eben nicht, ob es daran lag, dass ich den schon kannte und wusste, was kommen wird so ungefähr und trotzdem die Szene immer noch so geil funktioniert, dieses Also es ist für mich ohne Zweifel, das ist die beeindruckendste Szene im ganzen Film, weil sie so, also das ist, also neben dem, dass man sich natürlich immer wieder nach dem Film über die wahnwitzigen Effektkreationen auslassen kann, ist das immer eine ganz zentrale Szene, weil die, also jedem ist dieses, also weil erstens bringt es die ganze, diese spannende Idee von, wer könnte es sein und wie finden wir das raus und wie gehen wir damit um, das bringt es halt auf einen spannenden Höhepunkt einfach, der aber herrlich simpel ist. Also jeder versteht, was das bedeutet, wenn dieser heiße Draht in das Schälchen mit dem Blut eintunkt. Mit dem namentlich gekennzeichnet. Ja, ja. Das ist natürlich auch krass, ne? Weil so richtig geil, also die könnte komplett nach hinten losgehen, die Szene, aber ich finde, die ist ziemlich interessant geschnitten. Genau. Und, ich finde, das ist etwas, was mir so halt im letzten Teil des Films leider an anderen Stellen fehlt. Da haut das perfekt hin, also ja. Wie da auch die Zeit dann gerafft wird, wie es dann immer quasi genau. So. Also erst dieses ganz langsame und nochmal den Flammenwerfer und das Ding davor und diese Geräusche. Ja, und auch das Quietschen. Wie mit dem Messer das abschabt. Ja. Genau, also wirklich dieser ganz klassische Spannungsaufbau. Wir dehnen diesen Bogen so weit, bis er fast durchbricht und dann die erste Lösung, die zweite. Und jetzt haben wir es irgendwie schon lang und breit und wissen, wie es funktioniert. Und dann kommt noch ein Zwischenfall. Und dann kommt dieses Schnitt, zack. Und auch dieses, ja, Leichthumor. Oder es ist eben leicht humorvoll, diese Schnitte, ne? Weil ganz eindeutig auch ein anderes Tempo an den Tag legt, weil wir haben es bisher nicht Zeit gelassen und jetzt kommt, oder wir haben auch ganz viel eben abblenden vorhin ja auch im Film und jetzt kommt eben harter Schnitt und plötzlich sitzt einer nicht mehr und dann die Figurenkonstellation im Raum hat sich geändert, beide stehen mit dem Flammenwerfer vor ihm, vor dem Gary Knaller und genau, da ist das, finde ich auch, fand ich sehr geil, war auch sehr angetan, als ich es gesehen habe, musste auch schmunzeln die ganze Zeit, auch lachen. Und weil der Film ist ja nicht wirklich sehr sparsam mit Momenten, in denen du bei großer Anspannung mal kurz lachen darfst, ne? Also da haut das einfach wunderbar hin, ja. Und ich habe auch, also auch als hier die Bauchredner-Szene kommt, habe ich auch die zwei oder drei hinter mir da saßen, wo noch oh, kam oder und also das funktioniert. Und ich war auch überrascht, da ich so ein bisschen Making-of gucken hören, dieses, ja, wenn er dann keine Arme mehr hat, was meinst du, wie die das gemacht haben? Also er ne, drückt ihn mal und dann hat er keine Arme mehr und geht so nach hinten und schreit so. Ja, ich glaube, ich hab das Making-of halt irgendwann mal gesehen. Da hatten sie, glaube ich, einen Stand-in, der tatsächlich keine Arme hatte. Ne? Genau, die haben einen, der beide Arme amputiert hat, hat aber irgendwie Industrie- oder Betriebsunfall oder irgendwas und haben ihm eine Maske aufgesetzt. Und dann meinte Kabine so, ja, und weil keiner auf die Maske guckt, sondern alle auf die Arme und geschockt sind, merkt das sowieso keiner. Ja, okay. Und war bei mir auch so. Ich habe so halb noch mit einem Auge, ja, nee, krass. Bin ja natürlich auch so weggedreht von der Kamera, klar, aber funktioniert. Also. Aber das ist tatsächlich also wirklich überhaupt so eine totale Wahnsinnsszene, weil da kommt so vieles zusammen. Also es ist einfach eine Szene, die bestimmte, also das ist halt Splatter, ne? Also das geht halt wirklich in den filmischen Bereich des Horrors. Der, also wo ich immer verstehen kann, ne? Also meine Freundin zum Beispiel sagt, ich gucke mir sowas ums Verrecken nicht an. So, ne? Und ich kann es total gut verstehen. Also der Film ist voller Szenen, wo ich das total gut nachvollziehen kann, wenn Leute sagen, das möchte ich gar nicht sehen. So, ne? Und was ich aber toll finde, ist, dass das in wirklich, also ich rechne halt eigentlich überhaupt nicht damit. Ich bin ja so mit, es ist ja auch so eine herrliche Klischee-Szene. Da wird jemand reanimiert. Also ich finde, das ist so, gerade auch im amerikanischen Kino ist das so ein typisches Klischee, so, ne? Also, und das in so einem Moment,
plötzlich die Bauchdecke aufreißt und da riesengroße Zähne zum Vorschein kommen, die dem die Arme abbeißen. Also das ist so krass. Ja. Das ist wirklich toll. Also weil das ist so eine Albtraums, also wirklich ein Albtraum wird wahr. Und von da an bin ich ja wirklich immer noch total baff und alles, was ja danach passiert, ist ja eigentlich sogar noch eine Steigerung davon, was immer da rauswächst und und dann dieser Blick, you gotta be fucking kidding me. Ja, naja, das, was ja die Steigerung ist, dass nachdem das alles so passiert ist, sich der Kopf abtrennt, aus dem Spinnenbeine rauskommt, mit zwei großen Glubschaugen oder Fühlern, die da noch hinterherkommen. Also es ist wirklich, also der erste Moment ist natürlich, wie sich dieser Schlund ja wirklich da öffnet vor ihm, ne, wenn er da drückt. Also, weil man rechnet ja wirklich mit allem, also dass er irgendwie nochmal kurz sozusagen zum Leben erweckt wird tatsächlich und dann vielleicht das Ding ist und ihn mit den Armen greift oder sonst was, wäre mein Gedanke gewesen, ne? Oder dass er ihn dann eben so anspuckt oder sonst was, aber niemals, dass sozusagen er da reinfällt und dann, ja, und dann geht es eben auch zack, zack, zack und wo ich dann immer denke, oder ja, es sind eben dadurch, dass es alles handgemacht ist, nehme ich dem Film das auch jetzt noch ab, auch, also jeder Effekt, natürlich bei ein, zwei Mal denke ich mir so, ja, okay, es sieht halt, man sieht ja doch, dass es gebastelt ist, aber es ist trotzdem viel, viel intensiver, viel echter wirkend als eben alles, was der Rechner rausspucken könnte. Ja, ich finde, was ich immer mag, ist, dass wenn du praktische Effekte nimmst, die dir etwas Übernatürliches oder nicht Natürliches zeigen, da muss immer viel Schleim, Blut und Nebel drauf. Und das passiert hier wirklich. Also ist immer so toll, dass... Am besten noch ein bisschen dunkel. Als würden die das da regelmäßig üben, weil immer MacReady irgendwas mit seinem Flammenwerfer in Brand setzt, ne, sind die anderen immer schon gleich mit den Feuerlöschern dabei. Ist auch geil, mit der Zwinger-Szene, wo der eine Schauspieler gesagt hat, ja, ganz ehrlich, die haben echt Feuer gemacht, wir hatten echt die Feuerlöscher, natürlich hatten wir Spaß beim Dreh, so, ne? Ja. Aussage, ja. Kannst eben da wirklich was machen. Ja, das ist ja das, was sich in das auf das Kind in mir ja total überträgt. Deswegen habe ich ja so eine große Freude daran. Nee, wo ich auch denke, naja, als Kind eben Playmobil, Lego, Play-Doh, weiß ich nicht. Und dann darfst du das weitermachen als Erwachsener. Du bastelst Kram und hast, also du kannst eben, das ist was, du kannst deiner Fantasie freien Lauf lassen, im wahrsten Sinne eben. Wirklich, wenn es nicht zwischendurch, also es gibt ja so ein paar Szenen, die ich persönlich als unfassbar grausam empfinde. Mich trifft das immer sehr, die Szene, wenn der Typ, wenn Windows da so als blutiger Klumpen in der Ecke sitzt und man schon weiß, na, da ist wohl nicht mehr ganz menschlich. Und wenn der dann von MacReady angezündet wird, das finde ich echt grausig so, ne? Also, weil es auch sehr überzeugend aussieht, wie der da noch vor sich hin herzappelt. Und wenn es solche Szenen nicht geben würde, würde ich sagen, es ist ein großartiger Abenteuerfilm für Kinder. Das ist einfach viel zu krass. Also, das wäre quasi der Punkt, dass man sagt: Naja, natürlich ist es gewaltig so, aber dadurch, dass man weiß, es ist halt was Fantastisches, ist ja nicht echt und irgendwo im Schnee und das wird nicht hier passieren, so ungefähr, kann ich das durchaus nachvollziehen, ja, diesen Gedanken. Kennst du eigentlich das Remake oder Prequel, was 2011 entstanden ist von The Thing? Ich weiß von der Existenz, ich habe es nicht gesehen, den Film. Ja. Also ich weiß eben auch von diesem großen Hintergrund, dass die eigentlich alles handgemachte Effekte hatten und dann irgendwie bei der letzten Testvorführung oder so, oder bei einer Testvorführung hat dann Universal oder wie auch immer der Produzent dann war, gesagt, mach das mal mit Computer, Punkt, so ungefähr. Also stark vereinfacht und wahrscheinlich auch nicht völlig richtig, natürlich. Aber so ungefähr, dass sie eben wirklich alles handgemacht hatten. Und das war wohl auch eine der Triebfedern überhaupt, diesen Film überhaupt anzugehen. Und der erzählt ja quasi die Geschichte der norwegischen Station. Ah ja, okay. Und und ist dann eben, ob es nun dann letztlich daran lag, ist völliger Orakelteil, aber haben dann eben alles oder fast alles wohl durch die CGI-Sachen ersetzt. Und deswegen war bei mir auch leider dieses, ich hatte grundsätzlich nicht unbedingt das Bedürfnis, dann noch einen Film aus diesem Universum zu sehen. Wenn jetzt das mit den CGI, dann bin ich auch erstmal weg. Kein Bedarf. Als ich erfahren habe, dass es den Film geben wird, habe ich so gedacht erstmal, oh Gott, jetzt fühle ich mich total alt, weil Filme, die ich quasi als Kind für mich entdeckt habe, die werden jetzt schon als Remake ich finde ja fast noch unsäglicher diesen Drang mit, ja, wir machen kein Remake, wir machen ein Prequel, so ganz unoriginell wollen wir ja nicht sein, aber jedenfalls die
das war so ein Moment, wo ich dachte, aber Moment mal, an dem Film stimmt doch alles. Also wozu? Also dann zeig doch den einfach nochmal so. Ja. Natürlich ist das Quatsch, weil jede Generation hat sozusagen ich muss auch ganz klar sagen, ich kann mir auch hundertprozentig vorstellen, wie das eine Generation ist, die The Thing gesehen hat von Carpenter und sich dann auch wieder gesagt hat, sowas will ich auch mal machen. Und die dann so wie John Carpenter sich immer gesagt hat, ich will Howard Hawks in Anführungszeichen nachmachen, also wie Assault ja Rio Bravo, glaube ich, ist oder so, ne? Und ich zeige The Things, läuft bei mir im Fernsehen bei Halloween. So haben die sich dann vielleicht gedacht, ey, dann machen wir den Film, einen Film dazu, zu dem, was Carpenter gemacht hat, und wir machen auch diese Effekte, weil wir die Effekte so geil finden. Ja, ich finde es ganz gut, dass du darauf hinweist, dass Carpenter ein riesen Western-Fan ist und die Filme genauestens kennt und manche sehr stark angelehnt sind. Ich finde auch, dass in diesem Film, in The Thing, ganz viel von einem Western drin steckt, die Konstellation, wie die dort auf sich allein gestellt sind und also deswegen ist so ein Kostümdetail wie dieser Hut von McQueen ist dann gar nicht so zufällig. Ja. Nur das ist ja das Schöne, dass wir quasi das, was Carpenter aufgesogen hat in seiner Jugend, ergibt wieder etwas Neues. Ja. Und das ist halt das, was mich ja eigentlich interessiert. Der Gedanke, dass die jetzt quasi einen Prequel gedreht haben, das so stark inspiriert ist, also oder dass das einfach nur sehr einseitig inspiriert ist, also ohne dass etwas wirklich Neues entsteht. Mhm. Nun habe ich den Film nicht gesehen und vielleicht gibt es da ja im Detail auch spannende Sachen. Aber da war jetzt so von außen, also ich sehe ein gleiches Setting, sehe sozusagen. Na, vor allem weiß ich, wie es ausgehen wird, auf jeden Fall. Ja. Ne? Das ist ja der Punkt. Es sei denn, die machen dann noch irgendwie, naja, der eine ist irgendwie noch zur Seite gegangen und liegt da immer noch im Eis. Naja. Aber genau, ja. Zumal ich, ganz ehrlich, ich finde es immer so lächerlich, dass man Filmen wie The Thing, ne, die sozusagen da was, eine Riesengeschichte andeuten, davon, was bei den Norwegern alles passiert ist. Das ist doch der Witz, dass es angedeutet wird, dass ich diese zerschmetterte Station sehe und in meinem Kopf da ganz viel passiert. Ja, das Monster hinter der Tür. Wenn ich die Tür aufmache, ist es witzlos. Also nicht unbedingt komplett witzlos, aber es ist doch, eben. Ja, das, also jedenfalls bei dieser Art von Film ist das, also ich verstehe auch, dass man, also all die Lust, mit der man dann nach dem Film darüber fabuliert, was das alles gewesen ist, das. Ich verstehe auch, dass eine Marketingabteilung auf die Idee kommt, eine Produktionsfirma. Ja, dann lasst uns das doch bedienen, wenn die das wissen wollen. Dann gucken die sich das doch an. Aber das ist die Enttäuschung vorprogrammiert. Also, Wie fandst du eigentlich die Matte-Paintings oder die gemalt? Ja, also das war jetzt übrigens mal für mich sehr spannend, weil ich wusste schon vorher, dass es da diese zwei, drei schönen Stellen gibt mit dem Matte-Painting. Und ich sehe sowas halt selten auf einer Leinwand. Ne? Ja. Also, und ich finde ja, dass das erste sehr auffällige Matte-Painting ist ja, wenn die das riesengroße Raumschiff sich anschauen. Mhm. Und das hat ja ein tolles Detail, das Matte-Painting. Also das ist mir damals lustigerweise auch schon auch auf Video aufgefallen. Die Sonne. Dass es da eine Lichtbewegung gibt. Also beim ersten Moment, hier auf der großen Leinwand, sehe ich natürlich sofort, da ist unten was Gemaltes und oben ist so ein Hauch Realität so reingebastelt. Dann hat das aber natürlich für sich schon sowas, wirklich so eine malerische Qualität. Und dann gibt es plötzlich diesen Lichtwechsel. Das Matte-Painting, das scheinbar eigentlich statisch ist, plötzlich darauf so eine Lichtschattenveränderung stattfindet. Also ehrlich gesagt sorgt das dafür, dass es dann in dieser Welt, die wir dort sehen, total stimmig ist. Und ich möchte gar nichts anderes. Ich meine, oder wenn es ja andersrum, das erste Mal, dass wir dieses Painting mit Painting sehen, ist ja, glaube ich, dann tatsächlich erst diese Videoaufnahme der Norweger. Ne? Also wenn die diese Explosion auf dem Video haben, wo man sagt, das sieht aber komisch aus, wo man es aber darauf schieben kann auch, das ist ja eine Videoaufnahme. Deswegen ist diese Explosion, sieht halt wirklich komisch aus. Und dann, wie die Norweger eben da rumstehen. Und da, finde ich, fällt es eben wirklich überhaupt nicht auf, weil du eben diesen Video-Look hast und das dadurch ist. Und das Geilste fand ich ja, wenn sie dann zu diesem ausgeschnittenen Block mitten in dem Eisfeld gehen. Ja. Ne, und weil ich dann eben gesehen hatte, das haben sie auf dem Hinterhof von Universal Studios gedreht, das war eigentlich ein grüner Abhang, da hat er eine riesige weiße Plane hingelegt und dann sind die da einfach hingegangen. Und so, okay, wenn man das weiß und so ungefähr, aber wenn ich es nicht gewusst hätte, glaube ich, wäre es mir auch nicht aufgefallen. Ich hätte es dem abgekauft. Oder ich kaufe es ihm auch so ab, weil ich schon ziemlich hart gucken muss und denke so, da vielleicht an der Fußkante merke ich, das ist nicht ganz rund. Aber ich finde zum Beispiel dieses große Raumschiff, wenn sie dann da runtergehen, okay, wenn sie jetzt so im Vordergrund sind und gucken über ihren Rücken da runter, dann merkt man schon so, die Lichtverhältnisse, irgendwas macht, sagt mein Auge, passt da nicht hundertprozentig.
Aber trotzdem sind die gigantisch. Und ich habe auch das eine Mal überlegt, als die Station zu sehen ist, die eigene Station von Amerikanern, im Hintergrund so habe ich gedacht, Moment, ist das jetzt echt der Hintergrund? Oder die Wolken bewegen sich gerade nicht. Verdammt. Oh Mann. Aber ich glaube, es war echt. Also waren schon... Warum gehen die eigentlich in das Raumschiff nicht rein? Das ist so eine Luke offen, ne? Oder ja, da ist irgendwas offen. Wärst du reingegangen? Naja, das war so der Moment, wo ich dachte, kommt das jetzt noch? Gehen die da jetzt rein? Ja. Ich habe dann nämlich gedacht, dass sie da drin dann schon so ein kleines Mini-Raumschiff finden. Mhm. Ich hatte tatsächlich vergessen, dass die Idee ist, die ich wirklich sehr bescheuert finde, dass dass der da quasi in der Basis der Amerikaner unterirdisch hatte das eigentlich, also dieses Tunnelsystem soll es aber schon gegeben haben oder hat er das auch noch selber gemacht? Ich fand, das sah so aus, als soll es selbst angelegt haben. und er hat das natürlich, also wir haben es ja gesagt, er hat sich die Teile vom Helikopter genommen. Ja, ja. Und darunter, aber es war schon geil, wie dann eben da ein kleines Mini-Ufo der Werkzeugrollkasten da stand und alles doch. Ja. Aber das war auch wieder so ein Ding, wo ich eigentlich sagen würde, ja genau. Und dann, ach nee, ist ja ein Alien, warum soll er nicht irgendwie die Fähigkeiten haben, da sich so zu verwandeln, dass er schnell mit Handgriffen und so macht, ne? Pff. Ja, das ist auch eine Ich finde halt interessant, dass mein Gehirn eine Erinnerung daraus gemacht hat, nee, das ist das, was alles dort, wo das große Raumschiff ist, das, was dort in der Nähe ist, das ist Teil des Untergrunds rund um dieses Raumschiff. So, ne? Das war quasi, das hat meine Erinnerung daraus gemacht, weil als ich jetzt wieder die Szene gesehen habe, die mir weismachen will, dass es eben so ist, dass der Einzelne das da gerade alles hingebastelt hat. Okay. Ja. Das finde ich eine urkomische Szene mit dem Galgen, ja, wenn sie da zu ihm gehen und dann es geht mir gut. Ich bin mir völlig normal. Ich möchte nur wieder mit zu euch reinkommen. Dieser Geheimnase. Ich will niemanden umbringen, Mann. Alles gut. Ey, lass mich einfach mitkommen. Und dann auch wie Kurt Russell natürlich dieses Ding zu machen. Also das ist schon, ich glaube, das ist so das, was für mich auch so ein bisschen dieser trockene Carpenter-Humor ist, auf den ich so ein bisschen stehe. Also das sind so Szenen, da kann ich gut drüber lachen. Auch wenn es vielleicht nicht das hochgestochen intelligenteste Witz ist oder sonst wie. Aber das ist so, das kann ich nachvollziehen. Das nehme ich dann auch sehr gut wahr, sehr gerne wahr, ja. Ich will nochmal auf den Aspekt, den du gesagt hattest, mit dem Western zurückkommen. Also ich finde ja, dass das ein grundsätzlich eher wirklich so eine sehr, sehr gutes Horrorszenario ist. Also du hast eben diese, du hast eine Gruppe von Menschen, du weißt, die wird dezimiert, also was ich eben sagte mit Agatha Christie, 10 kleine Negerlein mäßig, und du hast eben vor allem das Setting ist ja dieses super tolle, es ist ein Ort, oder ein Nicht-Ort, ne? Es ist irgendwo, es ist 1000 Kilometer von nirgendwo entfernt und danach wird es immer besser, wie Windows ja sagt, wo eben keiner hinkommt und wo dann dadurch, dass der Helikopter dann eben zerstört wird, auch keiner wegkommt und du weißt eben, ja, entweder ich oder das andere. Und eine andere Variante gibt es eben nicht. Ja, also das finde ich super genutzt, die Grundlage, die da ist. Ich finde auch, dass die also schon gleich am Anfang diese Einstellung mit den Bergen und so, es ist Western-Feeling. Ich meine, das stimmt natürlich dann auch wieder, ne? So ein ja, der selten vorhandene Schneewestern quasi, ne, dadurch, dass du alles eingeschneit und so. Aber wäre der Schnee jetzt Sand, würde das genauso, wäre super Prärie. Also wie ging es dir bei den Anfangsaufnahmen, wenn eben der Hund über den Schnee läuft und da wegläuft. Wie hat das für dich ausgesehen? Also für mich, nee, sag du erstmal und dann sage ich meins, ob vielleicht wollte ich eine ganz andere Richtung. Ich habe gesehen, was mir gezeigt worden ist. Also ich habe das jetzt nicht irgendwie. Also für mich war das, vor allem wenn dann eben so diese Schlangenbewegung, war das wirklich so, dahinter ist das Wasser, es ist Wasser und er schwimmt eben durch dieses Wasser, so wirkt es. Jetzt finde ich, also beeindruckende Bilder einfach. Diese ganze Eröffnungssequenz ja quasi nach dem UFO-Absturz. Ja. Also ich glaube, dass also da bin ich bei Carpenter 100% dabei. Also ich hatte heute wirklich ein paar Mal das Gefühl, dass ich dachte, der ganz große Inszenierungsmeister ist, das ist so ähnlich wie bei Brian De Palma. Die sind beseelt von
grandiosen Momenten, haben die sind in der Lage, tolle Atmosphäre zu bauen, aber immer wieder, also wenn ich es jetzt vergleichen würde mit den anderen großen amerikanischen Kinokünstlern wie Steven Spielberg, dann fehlt immer so ein Stück. Das ist halt schade, dass Steven Spielberg wird niemals so ein blutiges Unterfangen wie das Ding aus einer anderen Welt drehen. Insofern bin ich froh, dass Carpenter das macht, aber das, was am Anfang so gut funktioniert, ne, mit dieser, also eigentlich ist die Schnittfrequenz ist moderat, aber die ganze Zeit ist es, baut das eine Spannung auf. Und was er seinen vorläufigen Höhepunkt damit findet, ist völlig unerwartet, einer der Helikopterpiloten mit der Granate das nicht auf die Reihe kriegt, das fliegt plötzlich in die Luft. Und also es eskaliert halt einfach. Ohne dass ich das Gefühl habe, dass da plötzlich Kamera eskalieren muss und Schnittrhythmus eskalieren muss. So. Und dadurch, dass das eben sich von diesem Tempo nicht anstecken lässt, das wirkt dann einfach, das wirkt dann, ja, es wirkt halt noch nachhaltiger. Aber ich finde, dass das nachher, also ich finde, so stilsicher ist das, wird ja komplizierter. Also am Anfang ist ja noch alles mysteriös und ich weiß nichts genau. Und es ist einfach nur der Hund in dieser Schneelandschaft und so. Also ja, und der Sturm zieht auf, das ist noch so ein Punkt zu diesem abgeschlossenen Job. Ja, man kann es eingeworfen. Ja, genau. Und dann sind es so viele Figuren und es ist halt ein kleines bisschen. Ja, dann kommt der Tempowechsel, ne? Du hast eben diesen super Action-Anfang damit, dass du diesen Hund verfolgst und dann kommt eben, okay, jetzt brauchen wir natürlich trotzdem erstmal so, wer sind denn die 12? Aber ich meine, es ist ernsthaft, dass es am Anfang ruhig intensiv ist und dann wird es chaotisch. Natürlich ist es dann nicht im Sinne von, dass die da ständig rumballern oder so, wobei das auch alles relativ flott dann geht. Ne? Ja, es ist. Also ich stelle mir das als schwer vor, ne? Weil wir eben diesen Ensemblefilm, wie gesagt, ist. Aber für mich trotzdem insgesamt funktioniert das. Du, ja, das ist die Hölle. Ich verstehe schon, was du meinst. Carpenter sagt zum Beispiel im Audiokommentar auch, die Szene am Operationstisch, wo wirklich alle drumherum stehen, es ist ein einziger Wahnsinn, da mit dem Kameramann die Blickachsen richtig hinzubekommen und so. Weil wenn das nicht stimmt, haut das sofort nicht hin. Dann gucken die aneinander vorbei und die ganze Szene bröckelt auseinander. Ich finde das auch schwer. So. Und ich finde das ja so deswegen so toll, wenn es so gut aufgeht in der Bluttestszene. Weil da sitzt es dann wirklich. Und es ist krass, ne? wie eigentlich man auf diese ganzen Effekte immer, oder wenn man den Film kennt, ist es bei mir so, auch immer auf diese Effekte zu warten und wie dann trotzdem diese extremen Momente trotzdem passen. Also vor allem einmal das Blut und eben die Bauchszene. Das sind so die zwei, die wahrscheinlich mussten die so doll sein und es ist ja auch dadurch, dass dann so eben gleich diese harten Schnitte kommen, dadurch, dass man nicht noch gerade die Zeit hat, darüber nachzudenken, was sehe ich da eigentlich gerade, wird er wirklich abgebissen oder sonst wie, dass das dann eben so doll funktioniert, weil ich gerade überlege, naja, eigentlich haben wir schon mit diesem Hundeding, mit der Zwinger-Szene, haben wir eigentlich schon so einen riesigen Effektshot und wissen eigentlich schon, was uns so erwarten könnte. Ja, und dann haben wir noch diesen halben Leichnam von der norwegischen Station. Und dann trotzdem immer noch so Akzente zu setzen, dass du nicht denkst, naja, habe ich ja jetzt schon gesehen. Eigentlich, ne, im Film. Das finde ich, gelingt da sehr gut. Wie ist denn das eigentlich so? Also, mir reicht ja schon zum Schluss, wenn Ennio Morricones tolles Hauptthema kommt, wiederkommt. Und irgendwie, also genau, allen, den letzten Überlebenden ist auch klar, hier gibt es jetzt auch wirklich nichts mehr zu holen. Das Beste, was wir vielleicht noch hinbekommen haben, ist, dass das Ding ausgelöscht ist. Aber das war's dann, wenn das Feuer erloschen ist, wenn wir hier erfrieren. Wie war da heute für dich so die Stimmung in der Schlussszene? Also sitzt das für dich so, dieser Moment, wenn sich McQueenie und Childs wieder begegnen? Na, bei mir gab es mehrere Aspekte. Zum einen hatte ich mal irgendwie gelesen, ja, und man muss ja, wenn man ja darauf achtet, es gibt ja so kleine Indizien, wer ein Ding sein könnte oder nicht. Das nur bei einem sieht man nur den Atem sich formen. Und das Carpenter gesagt, das ist eben so ein Endzeitfilm, eine apokalyptische Grundstimmung. Es wäre der erste von drei Filmen, die in so einer apokalyptischen Grundstimmung sind. Dann habe ich überlegt, ist nicht Klapperschlange vorher, aber warum ist das keine? Also dieses, du hast auf jeden Fall ein negatives Ende, was ich schon mal auf jeden Fall interessant finde, oder mindestens offen. Ich würde es trotzdem eher negativ, weil die Chancen auf eine Rettung für die beiden an sich schon erstmal schlecht sind.
Und die Wahrscheinlichkeit, dass das Ding doch nicht irgendwie noch irgendwo, entweder ein paar Zellen leben und dann in einem von den beiden auch steckt, sind ja auch völlig gegeben. Ja, weiß ich nicht. Also ich kann das verstehen, dass man sagt, naja, das ist jetzt irgendwie noch so, oh, wir haben hier noch einen Hut, holen wir mal schnell ein Kaninchen raus und setzen den Charles da wieder hin. Das kann ich nachvollziehen, aber ich finde es, ja, man hätte vielleicht noch so eine halbe Szene, andererseits. Was ich halt schade finde, ist, warum mussten der das eigentlich erklären, warum der jetzt zwischendurch mal weg war und dann wieder da ist, als dass das im klassischen zeig es doch, statt dass ihr drüber redet. Also, ich meine, genau, es gibt ja die Einstellung, dass diese Tür, wo er warten sollte, offen steht und dass da die Tür auch schon total. Ja, man sieht ihn ja sogar auch noch da so weggehen, ne? Also da guckt, der andere Schwarze schaut nach draußen und sieht, wie der da gerade noch so irgendwo in der Entfernung langläuft, oder? Mhm. Naja, also genau, es gibt auf jeden Fall so ein Bild, wo ich denke, ja, brauche ich mir nicht erklären, irgendwas wird gewesen sein. Punkt. Ja, ach so, ja gut, genau. Mir geht's und wenn jetzt es, wenn es, und dann denke ich Zeigen ging es mir natürlich auch nicht darum, jetzt also das Mysterium kaputt zu machen, sondern nur, ich finde es halt so schade, dass er da so steht und das so sagt. Ja. Also weil das ist ja eigentlich ein Moment so, wo es eigentlich nicht viele Worte braucht. Eigentlich ist es ja total schön, dass die Flasche die beiden, hingeben. Ja, weil das passiert ja, da ist ja eine Chemie zwischen den beiden. Also man denkt schon so, na, also wenn am Ende nur noch zwei übrig bleiben, dann wäre es doch ganz nett, wenn die Jungs da nochmal ihren Drink nehmen können. Pass auf, für mich, bei meinem allerersten Schauen, das jugendlich Naive war perfekt. Nichts Besseres hätte ich mir vorstellen können, als diesen Gedanken, wie diese beiden Männer da im brennenden Eis sitzen und wissen, irgendwann ist das Feuer erloschen und dann ist es auch... Es wird ganz schön kalt werden. Ja. Aber das ist so, weißt du, ja, wenigstens mit einem guten Kumpel da sitzen und einer Flasche Alkohol so. Und jetzt gucke ich das so und denke, ach schade, ich hätte gern, dass da noch mehr zwischen denen so ist, dass mir das was bedeutet, so, ne? Also ich, das war das so, was mir heute so meinen Kopf dann immer so in Bewegung gebracht hat. Carpenter ist halt eigentlich nicht so der große, also der arbeitet halt, also der kann total knackige Charaktere machen, die tolle Abenteuer erleben. Also ich will das, ne, also das funktioniert ja allemal so. Aber so wie ich halt bei Christine überrascht war, dass da auch interessante Zwischentöne und interessante Charakterentwicklungen drin sind, das kenne ich halt so nicht. Ne? Also vielleicht ist es das am ehesten. Wir haben auch in diesem Film ganz selten bei Carpenter, dass der jetzt große Bögen spannt. Also dass die Figuren jetzt irgendwie was Besonderes, also einen besonderen Verlauf in ihrer Entwicklung machen. Aber ich glaube, dann wäre es eben auch, dann würde ich aber auch sagen, naja, deswegen ist es eben auch der Ensemble-Film. Ne? Also das dann wäre es entweder ein 3-Stunden-Epos gewesen, wo dann eben mindestens einer so einen riesigen Bogen kriegt. Oder man sagt eben, naja, dann nehmen wir halt nur 3 Leute in diese Forschungsstation und die kacken sich dann gegenseitig an da oder was auch immer. Also kann ich nachvollziehen, ja, dass man sagt, okay, dann habe ich noch mehr, dann investiere ich noch mehr in den Charakter und gehe da noch mehr mit. Würde aber sagen, naja, aber ist halt eine Grundproblematik mit, wenn ich eben diese 12 Leute habe. So, ja, also ich kann es nachvollziehen, aber. Ja. Na, für mich ist das ja immer das, was quasi den guten Film dann vom besonderen Film dann einfach unterscheidet, weil der besondere Film kriegt auch das dann eben hin und ich sitze meistens dann davor und denke, wow, wie das geklappt hat. Also ich habe gestern erst Harold and Maude gesehen, das ist wirklich was ganz anderes und ich war einfach nur baff, wie in 91 Minuten derart unkonventionell, aber sowas von auf den Punkt und ohne auch nur einen Misston oder irgendwas Missverständlichem eine total runde Geschichte erzählt, aber fast nichts von dem macht, was man sonst gewohnt ist, was runde Geschichten so haben. Ne? Also, total, also schon die Idee, dass ein 20-Jähriger und ein 80-Jähriger zusammenkommen, ist so schräg. Ne? Aber der Film schafft ganz unbekümmert, dass es doch klappt. Und dann denke ich, wow, Meisterwerk. So, ne? Das funktioniert einfach. Jetzt, ich finde sozusagen, dass der Abenteuerfilm, der macht mich auch heute noch total glücklich. So, ne? Also der würde zu den wahrscheinlich in aller Not, wenn es ganz schnell gehen müsste, pack dir 10 Filme ein und das sind die einzigen, die du mit dir rumschleppen würdest. Wenn ich an dem gerade vorbeilaufen würde, würde ich ihn auch mitnehmen. So, ne? Aber das ist halt ein Film, da weiß ich, dass der, also sozusagen, du auch durch die Seherfahrung, die Erstseherfahrung, also zu was zum Zeitpunkt man den erlebt hat, ist der was Besonderes. Aber wenn ich jetzt quasi, wenn mich jemand fragt, so, ey, sag mir doch mal einen Film, den ich unbedingt sehen muss, dann wäre der zum Beispiel nicht so weit oben in der Liste, ne? Weil ich so finde,
also er wäre es für die Fantasie der Effekte und für einzelne Szenen allemal. Aber ich fand den erstaunlich globig. Also ich war so richtig über. Weil eigentlich ist es etwas, wo ich mir immer so einrede, naja, Carpenter hatte so eine besondere Zeit, ne? Und eigentlich ist das... Also ich war sehr überrascht, als ich das mich mit der Geschichte so beschäftigt habe, von wegen, dass es eben schon 75 losging, diesen Stoff auf den Leinwand bringen zu wollen von den Produzenten und dass dann irgendwie eben 79 nach Halloween schon so diese ersten Kontakte waren oder dass er dann, dass Carpenter dann endlich die Regie kriegt und dann so. Ja, dann halt zwei TV-Filme gemacht, darunter Elvis eben mit Kurt Russell, dann kam noch The Four, Klapperschlange und dann wurde Dings, wo ich gesagt habe, Mensch, der muss ja wirklich nur aktiv gewesen sein, gefühlt. Du kannst davon ausgehen, ja. Krass. Ja. Gibt's noch so Sachen aus der... Kannst du bei Wop Bottin, da hattest du ja vorhin in der Einführung schon so ein paar Sachen erzählt, Bei welchem Film haben Carpenter und er schon zusammengearbeitet? Bei The Fork. Also ach so, ja, okay. Das kriege ich jetzt nicht hundertprozentig. Sind da Kreaturen auch angesagt? Ja, auf die Reihe, aber es war wohl so, dass Rob Bottin Halloween gesehen hat, so habe ich das verstanden, und dann daraufhin gesagt hat, er kannte Dean Cundey und hat zu Dean Cundey gesagt, kannst du mich nicht mich damit reinbringen bei John Carpenter, du arbeitest doch mit ihm zusammen. Ja. Dann hat wohl Dean Cundey das gemacht irgendwie bei The Fork und Rob Bottin durfte da irgendwie dann den Piratenanführer, glaube ich, spielen und ein bisschen was an den Effekten wohl machen. Aber ich meine, er ist schon so der Typ für, der hat halt die krassen Ideen, wie diese Figuren aussehen und wie man die baut oder... Also er war wohl auf jeden Fall der im Gegensatz zu dem Dale Kuipers kam und zu Carpenter gesagt hat, ey, das Ding kann alles sein, das ist der Punkt. Und wo Carpenter gesagt hat, genau sowas wollte ich eigentlich haben. Und nicht eben, weil Carpenter eben wird diese Aussage, naja, alle Science-Fiction-Filme der 50er und Monster-Filme, die er so gesehen hat, am Ende war es immer jemand in einem Suit, in einem Anzug. Ne? Du hast ihm hinten den Reißverschluss sozusagen zugemacht. Ja. Und man eben, so geil wie er ist und alles, aber selbst bei Alien hast du am Ende den Mann im Anzug. Ja, und das wollte er eben nicht. Und deswegen hat das dann da wohl mit dem Opportin so geklickt ein bisschen und hat dann da eben auch seine Entwürfe reingebracht. Wobei diese, das kann ich nicht genau einschätzen, der Comic-Typ hier, Mike Ploog oder Ploog, ja, wenn man ihn ausspricht, der auch eben ziemlich viele Entwürfe in die Richtung mitgemacht hat und wer da nur wie viel und welchen Anteil hatte. Ja, aber also Bottin war auf jeden Fall Basteltyp. Wie gesagt, hier 18-Stunden-Tage für mehrere Monate und dann ab ins Krankenhaus. Krass. Ja, die sehen wahnsinnig komplex aus. Ne? Also wirklich schon das erste Mal, wenn man diesem Hund alle möglichen Sachen irgendwie rausfliegen und das ist ja eine aber das, wie gesagt, das ist genau aus der Stan Winston-Geschichte. Aber meinst du, dass sie komplett Stan Winston komplett gemacht hat? Ja, also dafür Stan kriegt er nur ein Special Thanks. Ich dachte, weil das ist Stan Winston selbst gesagt hat, das ist nicht meine Arbeit, das ist eigentlich Rob Bottin und wir haben uns halt, weil dann war eben quasi Rob Bottin schon im Krankenhaus. Das muss ja denn schon was geplant gewesen und vorbereitet gewesen die sein. Machen die und zum Beispiel, wenn der Hund dann so in die Kamera guckt, weil dieses Abgefleisch und macht, dann meint er, ja, wenn man genauer guckt, sieht es aus wie ein Arm. Das liegt daran, dass da ein Arm drin steckte und am Ende war noch so ein bisschen Hydraulik, so steuern konnte und so. Und ja, so ist das. Also ich finde die, es ist, ja, nicht ich. Das sind einfach geile Effekte. Also wirklich diese Magenszenen und Kopf runternehmen und... Es gibt dann auch, du bist wahrscheinlich auch bei Outpost 31 über die Zeichnung gestolpert, mit diesem, wie der Typ da drunter sitzt und wie das gesteuert wird und Hebel und Fäden gezogen und gemacht wird. Und wie gesagt, wenn das an die Luft geflogen ist, ich stelle mir diese Szene vor. Also Rob Bottin hat die auch sehr anschaulich erzählt. Das kriege ich dann auch in meiner Einleitung nicht so gut hin, natürlich. Das andere war noch hier, wenn... Welcher war das jetzt? Der Palmer, dem der Kopf auseinanderfällt, wenn der rausrennt und Kurt Russell wirft das Dynamit und wird dann so ein bisschen schöner, als wenn er hinten fliegt. Der ist wirklich wohl nach hinten geflogen. Also die haben gedacht, die Explosion ist nicht so doll und war stärker als gedacht. Und daher haben sie gedacht. Also ist auch hier nur über die Kamera geflogen, so ungefähr. Also die Effekte, starke Sache. Und wie gesagt, ich glaube eben, ne, dadurch wird man vielleicht rangeführt an den Film oder das ist dieses erste, wenn man mit dem Ding konfrontiert wird, ist immer Effekte, aber ich finde, die Geschichte und eben dieser Grund,
Grundgedanke des, wem kann ich vertrauen, wem nicht, die Paranoia und Vertrauen, Freundschaft und sowas. Diese Themen sind das, was mich dann auch wieder zurückkehren lässt zu dem Film. Ja. Oder die mich nicht als einfachen, ja, ist halt ein geiler Effektfilm, fertig, abstempeln lassen. Ja. Sondern, nee, der hat auch ein bisschen noch mehr Fleisch dran da. Das ist nicht nur so eine äußere Hülle. Der sieht nicht nur gut aus, der hat auch innen drin noch so ein paar Werte. Es gibt in dem Film ein, zwei Stellen, also ich konkret meine ich alle Stellen, in denen in Nahaufnahmen Spritzen angesetzt werden, beziehungsweise mit dem Skalpell Daumen angeritzt werden. Es sind beides auch mal Sachen, die relativ schwer für mich zu ertragen sind. Wenn also ich Spritzen so ist bei mir ein totales, also da habe ich auch heute wieder auf die Treppen geguckt, kurz. Ich meine, beim letzten, da ging es nachher, aber das ist was ich auch total... So eklig, wie diese ganzen Effekte sind, ne? Aber da kann ich nicht hingucken. Und sag mal, was ist denn das bitte für ein Fetisch? Also weil es ist ja nun nicht der einzige Film, der das macht so. Und es ist auch, gerade was jetzt so Daumen anritzen oder Arm anritzen und Blut abgeben und so, das gibt es bei Carpenter auch öfter nochmal. Aber warum jetzt zum Beispiel Spritze in Nahaufnahme, ne? Also ich habe auch das Gefühl, jeder Nachwuchsfilmer, der mir über den Weg gelaufen ist, der so eine Szene hat, wollte auch unbedingt, ne, alle haben dann darüber geredet, wo man jetzt den Typen herbekommt, den man die dann wirklich an den Arm setzen kann und ob das ein bisschen Kochsalz ist, ist nicht so schlimm, das kann auch hier auch der Beleuchter machen. Und, ne, aber was ist denn das? Was ist denn diese Lust? Also ist es eigentlich dieses, eigentlich möchte man einen ganzen Kinosaal zum will man ja, diese aber das hat man ja mit den anderen Sachen, ne? Und das wäre eben die Frage, oder weil ich habe so drauf geachtet, das wäre nicht notwendig gewesen. Ne? Also ja, die haben eine tolle Totale davon, aber es gibt trotzdem den Close-Up, wie die Spritze reingesetzt wird. So, ne? Also ein Grund könnte sein, dass man dann doch irgendein Stand-In genommen hat oder ein Double. Ja. Ne? Dass der Schauspieler gesagt hat, sowas ist nicht in meinem Vertrag oder sowas, könnte ich mir jetzt vorstellen. Und sonst würde ich sagen, jetzt im Thema des Films bleibend ist eben, was kann ich denn noch so verändern? Was hast du denn so für Kontakt? Du, vielleicht hast du recht. Natürlich wird auch da wieder das nicht reinschieben. Die Frage des Vertrauens so. Also das finde ich aber, wenn der Kopper eben gespritzt werden soll, komm, lass mich das mal lieber selbst machen und mach lieber den anderen, spritzen wir das und das ist doch viel einfacher. Ich kann das und du. Und also natürlich, um sich so rauszureden quasi, aber... Ja, weil also bei mir ist es halt so, also da gibt es dieses schöne Totale und ich finde es irgendwie auch ganz witzig, naja, wir müssen denen jetzt allen so ein bisschen Morphium geben, damit die alle mal so ein bisschen ruhig werden, wir wissen ja nicht, ob die gleich noch irgendwie auseinanderplatzen das könnte alles in dieser Szene passieren und vielleicht ist das wirklich der Grund, die Schauspieler hatten keinen Bock, sich das Ding richtig reinjagen zu lassen, dann musste das Stand-In rein. Es sorgt jetzt aber dafür, dass es mitten in dieser... Also Szene, wo eigentlich schon alles klar ist, so einen bedeutungsschwangeren Close-Up der Spritze gibt. Ja. Das ist so ähnlich wie wenn die Pornos quasi zwanghaft den Close-Up auf die Penetration packen, der für den Moment, wo das als Wix-Vorlage benutzt wird, auch das macht das Sinn. Aber wenn ich was erzähle in einem Film, macht das halt eigentlich, macht ein Close-Up nur Sinn, wenn der Close-Up an sich was erzählt. Ja. Nur erzählt er ja eigentlich nichts. Ich meine, ist halt auch, also wie gesagt, jetzt konkret auf dieses Thema des Films ist es, auch hier dringt etwas Fremdes, ein Organismus wird in deinen Organismus eingeführt und dem vertraut man ja irgendwie, oder es gibt doch dieses, ein Großteil hat, glaube ich, ein Grundvertrauen, dass das Medizin ist, die einem hilft, oder ne, dass was Positives ist. Ja, ich meine, gut, vielleicht. Und die Frage ist eben so dieses, wenn etwas eben in deinen Körper eindringt, ist das denn immer positiv oder wieso vertraust du dem vielleicht auch? Ist jetzt was ich da reinlege zu einem gewissen Grad, aber was ich auch vorstellen kann, was man dann auf jeden Fall sieht. Vielleicht war ja sogar wirklich die Überlegung in der Inszenierung, nee, das ist eigentlich eine Art Suspense-Moment. Wird da vielleicht sogar der Körper sich schon wehren, wenn der jetzt so eine Spritze angesetzt bekommt, ne? Ja. Naja, wir müssen das mal verfolgen, Max, aber ich habe das Gefühl... Spritzen in Filmen angeht. Ja, also das ist so ein... Drogen. Ja, das finde ich ja ganz interessant, diese wirklich, wirklich krasse... Okay, hast du das aus Pulp Fiction vor Augen, wo das Blut... Nee, die nicht, sondern wenn sich... So, wo das Blut dann so bei John Travolta und Uma Thurman. Ja, genau. Und wenn sozusagen das Blut läuft rein in die Kanüle und mischt sich da mit den Drogen und dann wird es reingesprüht. Super krass. Aber da verstehe ich, warum sie da ist. Ne? Aber naja. Lass uns mal noch mal den Morricone anschneiden. Ja. Also ich finde, gerade wenn dann dieses Dumm-Dumm, das ist das, wo ich immer gedacht habe, ja, okay, die haben jetzt Ennio Morricone draußen dran geschrieben, ne? Aber das ist doch hundertprozentig Carpenter oder was. Der hat doch dann gesagt, Ennio, vielen Dank,
ich gehe noch mal kurz an meinen Synthesizer, mache hier noch kurz den Rahmen drumherum und dann nehmen wir ein paar Stücke von, also wenn ich sie bei dem einen, ich glaube zum ja, im Finale ist, dass man den Hundekopf da kommt und wenn dieses, was so Fäden ziehen, Regentropfen, das so, aber das ist so, wahrscheinlich war das auch bei meiner ersten Begegnung, wo ich dann immer so nicht genau wusste, wie ordne ich das Ding jetzt ein und ich so dachte, Ennio Morricone, von dem kenne ich irgendwie so dieses Bäm, dieses ganz besondere, ganz spezifische, was ich auch über den Film hinaus einfach mit dem verbinde und hier habe ich echt gedacht, nee, das hat der John schon selber doch irgendwie gemacht, oder? Also das war für mich schwer und auch heute... Ich habe irgendwann mal geglaubt, dass Ennio Morricone zwar die Musik geschrieben hat, aber dann Carpenter sie selber quasi auf seinem Keyboard eingespielt hat. Also ich bin ja jetzt erst vor kurzem damit nochmal in Berührung gekommen, als ich danach recherchiert habe, weil jetzt Tarantinos neuer Kinofilm ein Teil von, also Morricone recycelt dort den Teil von dem The Thing Soundtrack, den er nicht verwenden konnte oder der nicht verwendet wurde, also den er zwar komponiert hat, aber den Carpenter gar nicht genutzt hat. Das ist zum Beispiel ein Punkt, ich hatte es jetzt bei YouTube mal ein bisschen nachgehört und da war ich dann auch schon eher der Meinung, okay, ja doch, das ist vielleicht schon eher so Richtung Morricone, aber dieses, wie ich finde, weil es den Film auch rahmt, es kommt zu Beginn und eben zum Ende, dieses Dumm-Dumm. Das ist für mich einfach so Synthesizer gefühlt und das ist Carpenter, bei einem Carpenter-Film, das geht nicht anders. Es ist auch noch 82, Das muss er selbst sein, das ist nicht Morricone für mich. Ich hatte in dem Zusammenhang auch so eine Aussage gelesen von Morricone, dass der gesagt hat, er wusste, dass Carpenter auf den Synthesizer steht. Also hat er ihm das auch gemacht. Und ich habe fast das Gefühl, dass Morricone, auch wenn er vielleicht so viel Wiedererkennbarkeit hat, letztlich hat er eben die Musik für Sergio Leone und die Musik für andere Leute und für Carpenter eben die Musik machen können. Und ich finde ja, dass es trotzdem total für mich nach Morricone klingt. Neben dem Synthesizer, diese, ich weiß gar nicht genau, was für Instrumente dort gespielt werden, aber diese langgezogenen Streicherklänge, die da so dran sind, das entdecke ich auch in dem Soundtrack. Ich muss ganz oft mal an den von State of Grace denken. Phil Janu mit Sean Penn und Ed Harris, jedenfalls, das ist so ein Soundtrack, der ist total dissonant. Oder von U-Turn von Oliver Stone, der ist auch extrem dissonant. Also das heißt, den kann man eigentlich gar nicht richtig genießen, weil man denkt immer, oh, gleich kommt diese geile Melodie und der ganze Saal wird gefüllt und dann bricht die ab oder geht irgendwie so quer und macht das aber sehr beeindruckend. Und das ich finde das jetzt hier bei dem Film auch so. Ne? Also es ist ein ständiges, bedrohliches aber niemals kommt es quasi zum befreienden Orchestergedöns, so, ne? Also es bleibt ja quasi immer unterschwellig, ne? Es platzt nicht irgendwie auf. Und offenbar war er wirklich in der Lage, ich mache es so, dass das Carpenter denkt, das wäre das geilste Stück, wenn ich selbst geschrieben hätte. So. Also das hätte ich selbst geschrieben, so. Nur so gut, wie ich es halt gar nicht kann. Aber ich finde ja das echt krass, was Carpenter gerade in seinen frühen Filmen so an Füllspannungsmusik hat. Das, nicht alles ist davon wirklich brillant. So. Aber also ganz viele Sachen mag ich auch total gerne. Aber das ist auch heute habe ich wieder so gedacht, hey, das ist schon Morricone. Also ich finde, also ich habe auch wirklich keinen Überblick. Weißt du eigentlich, du hast ihn ja mal live dirigieren gehört. War da das Ding dabei? Nee. Das würde sich, glaube ich, auch nicht anbieten. Wäre irgendwie schwierig, das glaube ich. Als da geht dann das Orchester einmal zur Seite und ein Mann mit Synthesizer kommt hin. Dumm-dumm. Das ist übertrieben, aber... Ja, aber du weißt schon, dass neben diesem Dumm-Dumm ist ja die ganze Zeit... Ja, natürlich gibt es also, auch noch andere Stücke. Also, wie aber klar, ja auch das ganze Orchester so, kriegst du damit nicht beschäftigt, das stimmt. Es ist einfach... Wahrscheinlich gerade, weil es das Thema ist oder das Hauptthema darstellt, ist das einfach so. Ich glaube, es hat er nicht oft gemacht, dass der Carpenter sich von jemand anderem die Musik hat schreiben lassen, oder? Das ist eine schöne diskutierbare These. Ich weiß selbst nicht, aber gefühlt, das ist wieder mein Punkt, ich kenne noch gar nicht so viele oder nicht längst nicht alles von Carpenter, aber den Großteil gefühlt ist immer der Autorenfilmer, der auch noch die Musik selbst gemacht hat. Das stimmt schon, da würde ich mitgehen und behaupten, ja, das hat er alles selbst gemacht. The Thing. Ja. Krass, wie plakativ so der Titel eingeblendet wird.
in Wirklichkeit verstehe ich auch nicht diese Nummer mit dem Raumschiff am Anfang. Also, ja, es, also, fügt sich, nee, es fügt sich eben nicht ein. Also, eigentlich brauche ich die nicht. Also, für mich fängt der Film damit an, weiße Schneelandschaft und so. Ich habe fast das Gefühl, es ist so wie den Leuten versichern, nein, nein, ihr seid tatsächlich in einem Science-Fiction-Horrorfilm. Ja, ne? Ist halt auch wieder so ein, ob der Produzent gesagt hat, oder ob die den nicht drin hatten, diese Anfang, und dann einfach der Produzent gesagt hat, ja, aber jetzt sitzen die Zuschauer da und haben eine halbe Stunde lang diesen Hund beobachtet, wie der Hund andere Leute beobachtet, aber wir wissen immer noch nicht, was los ist. Können wir nicht irgendwas machen? Ja, komm, wir machen hier am Anfang das Raumschiff rein. Und sag mal, jetzt fällt es mir wieder ein. Dieser Anfang, ne, wie das Raumschiff da auf die Erde stürzt. Wie geht das bei Predator los? In meinem Kopf ist der Anfang von The Thing in Anführungszeichen identisch mit Predator. Weil ich der Meinung bin, da wird doch auch der Raumschiffabschluss gezeigt, oder? Hm. Es kommt auf jeden Fall. Ich, bin immer zu faul, direkt nochmal zu vergleichen und Predator einzulegen. Ich muss das nur. Ja, es ist ziemlich ähnlich, ja. Es ist auch gleich am Anfang, ja. Ja, Logo. Behaupte ich einfach. Also in meinem Kopf, so wie ich eben, wie gesagt, hier, der eine, der für mich Richard Dreyfuss, Steven Spielberg ist. Ich glaube, es ist wirklich, ja. Also mir kommt es auch gerade so vor, als wenn es fast identisch ist, nur eine andere Raumschiffform, ja. Und stürzt der ab? Ja, er muss ja auch irgendwie auf die Erde kommen, zumindest. Ja, ja, nee, das ist klar, ja, ja. Also das, ist ein Mysterium, was ich noch nicht gelöst habe, obwohl ich es mir schon so lange sage und es auch einfach wäre, es einfach mal in den Player zu schmeißen. Ja. Max, packen wir es für heute. Der zweite Carpenter. Tja, das ist jetzt nochmal ein bisschen. Wir müssen uns mal wieder einen neuen Regisseur suchen, den wir noch nicht hatten. Ja, ich glaube, wir werden da jetzt noch ganz viele tolle Entdeckungen machen im neuen Jahr. Ja, Jahresrückblick weiß ich gar nicht, ob wir sowas irgendwie so noch machen. Ich glaube, wir blicken dann auf das Jahr zurück, wenn es wirklich vorbei ist. Das heißt, irgendwann im Jahr. Ich glaube, wir machen schon so extreme Rückblicke in der Filmgeschichte, da brauchen wir noch nichts. Jetzt müssen wir auch noch auf uns selber zurückblicken. Aber ihr könnt ja schon mal Ausschau halten. Die Podcaster von Second Unit, vor allem der Christian, der macht so einen Jahresrückblick und hat mit ganz vielen Podcastern gesprochen aus dem Filmbereich und ich durfte ihm da auch mal ein paar Fragen beantworten. Da könnt ihr auf jeden Fall mal reinhören. Das wird wahrscheinlich irgendwie so Ende oder wahrscheinlich genauso zum Jahreswechsel irgendwann die Tage dann rauskommen. Ja, und bei Spätfilm kommt die Weihnachtsfolge Gremlins und da hat sich auch ein Gremlin von uns in die Leitung geschlichen. So, ja, ich bin schon gespannt. Da werden ja nur kryptische Andeutungen gemacht und weiß noch nichts. Ja. Kommt Punkt Weihnachten, ja? Oder? Ich habe nicht nachgefragt, aber er meinte, das ist halt das Weihnachtsspecial und. Ja, dann wird er uns das sind nicht mehr viele Tage. Zu Heiligabend geben. Ja, gut. Ja, ja, den üblichen Sponsors kennt ihr ja schon. Wiederaufführung.de, facebook.com/Wiederaufführung, Twitter, Wiederaufführung. Könnt uns sehr gerne Kommentare schreiben, so wie der Dennis jetzt gerade bei uns auf der Homepage ein paar hinterlassen hat. Das ist übrigens toll, ja. Leute, die unser Archiv durchhören und das dann in den Kommentaren auch noch sichtbar machen. Vielen Dank. Also. Und ja, wir beide wünschen ein frohes Fest. Ja, also, nee, ich wünsche euch nicht ein frohes Fest. Christian wünsche euch kein frohes Fest. Ich wünsche euch ein ganz tolles, frohes Fest, schöne Feiertage. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, das haben wir nicht vorher abgesprochen. Ich glaube, ich wünsche auch schon mal einen guten Rutsch. Ich weiß nicht, ob ich dieses Jahr nochmal. Das müssen wir noch sehen. Also ich halte mich da gerade bedeckt, weil ich wir müssen das noch ein bisschen sortieren. So. Also, ansonsten auf jeden Fall bis zur nächsten Folge von mir aus. Guckt Filme, habt Spaß dabei. Und bis zum nächsten Mal.